zweimal gedrückt? Ja, es leuchtet durchgehend und es laufen auch schon die Sekunden. Prost, die Herren! Sumi Saudi. Lost Planet 3. Nochmal, nein, verdammt. Cloud Chasers. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 233. Wir schreiben den 1. Dezember 2015, befinden uns in der Zypresse beim Gary, Westbahnstraße 35A, 1070 Wien. Und heute redet miteinander. Gregor. Horst. Das war der Dennis. Das Geräusch hinter dem Kebab war der Dennis. Und wir erwarten noch den Stefan Haslinger ein bisschen später. Genau, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg, und vielen Dank an dieser Stelle und ebenso einen großen Dank an unsere Flatterer Ajuvo und Bernd Schlapsi. Vielen Dank, Leute. Ja, wirklich, und vielen Dank. Alle anderen, muss man dazu sagen, alle anderen, die uns generell flattern. Ja, auch alle, also sind alle inkludiert, die uns irgendwie Kohle zustecken, das ist immer willkommen. Und Daumen drücken, dass es Flatter noch lange gibt. Ich mache mir solche Sorgen. Okay. Ja, da habe ich einiges auch gehört, dass Flatter am Absteigen nass ist und so. Wir werden uns ein neues Finanzierungsmodell einfallen lassen. Ja, vielleicht probieren wir echt das. Aber zum Beispiel, dass wir gegen Geld über irgendwelche Sachen nicht reden. Das ist immer ein Erpressermodell. Ja, finde ich immer extrem gut. Gut, was haben wir diese Woche denn so erlebt? Jetzt mache ich nämlich das mal vorweg. Ne? Wenn du mich so direkt fragst, kann ich mich nicht erinnern, aber irgendwie ist die Woche vorbeigegangen. Ah ja, ich habe 3 Kunden an einem Wochenende verloren. Das war ein bisschen ein Tiefschlag. Und es aber was Nettes passiert, ich bin getweetet worden vom Stefan, der jetzt nicht da ist. Ja, das ist doch nett. Das ist nett, ja. Wieder mit bisschen was auf der Tweet hat sich dann so verbreitet, habe ich so gedacht, oder? Wie gibt's denn das? Ja, ich kriege ja, also ich habe mich ja von Twitter ganz zurückgezogen, aber ich habe es noch immer so eingestellt, weil falls mich irgendwie, wo ich vorkomme, dann dazu. Mentions. Genau, die Mentions. Wenn ich dann, nein, wenn dieser Tweet dann gefafft wird, dann kriege ich eine E-Mail. Und das kommt eh selten genug vor, aber in letzter Zeit wieder, weil ja der Stefan uns angetwittert hat wegen, ja, heute Besuchen und so. Vielleicht lese ich wieder rein, aber irgendwie. Okay. Ich kann berichten, ich habe einen Konkurrenten von mir getroffen. Also es gibt in Wien jetzt auch noch eine Firma, die Programmierkurse für Kinder anbietet. Ich kann ein bisschen drüber erzählen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, was habe ich denn alles erlebt? Da einiges eigentlich. Ich muss es nur rausfinden. Ich habe mir 2 Stücke angeschaut. Einmal, ach, das habe ich mir gleich nicht aufgeschrieben, dabei ist das so ein schwieriger Titel, im Burgtheater von Maxim Gorki ein Stück namens Vasa Zheleznova. Und außerdem war ich noch ein zweites Mal im Theater, nämlich gestern, und habe mir im Akademietheater angeschaut, Die Unverheiratete. Ein sehr interessantes Stück von einem österreichischen Dramatiker. Oh, was habe ich noch? Du warst ja die letzten Wochen noch ein paar Mal im Theater. Ja, also du musst eh noch länger nachher. Ich werde mal irgendwann ein so, oder Theater, einen Blog oder irgendwie. Ja, Theater gucken. Ich überlege mir das dann spontan. Außerdem habe ich gespielt ein Spiel namens Cloud Chasers, was mich für so ein paar Tage eigentlich ganz gut unterhalten hat. Und das dritte und wahrscheinlich populärkulturell am weitverbreitetsten, am bekanntesten Thema. Ich habe mir im Kino angeschaut Mockingjay Bird Teil 2, den Abschluss der Hunger Games mit der Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Ja. Ich kann erzählen, ich war am Klimatmarsch in Wien. Okay. Auch gut. Dennis. Moment, ich beiß noch schnell ab und red dann weiter. Genau. Also, ich war bei einem Tag der offenen Tür des Musikwissenschaftlichen Instituts der Uni Wien und habe in dem Zusammenhang über Elektrostaten und elektrodynamische Dinge etwas weiter gelernt. Dann war ich auf dem Weihnachtsmarkt in Spittelberg. Ja. Ich habe mir den Film Codename Onkel angeschaut. Und vielleicht komme ich noch dazu, ich weiß noch nicht, über Respekt.net zu reden. Ah ja, das würde mich interessieren. Also ich habe mich nur ein bisschen mit beschäftigt, also viel gibt's nicht. Ich kann von einer TV-Serie berichten namens Deadbeat. Gut.
Kiffer-Geister-Komödie. Interessante Mischung, okay. Ja. Jetzt haben wir gar kein so ein Thema für einen Einstieg, wo man so irgendwie ein Gadget oder so oder irgendwie rein. Kein Nerd-Thema. Naja, die Elektrostaaten sind. Das stimmt schon, ja. Aber wir wollen dich ja noch schonen ein bisschen. Deinem Red Faction. Ja, vielleicht mache ich... Endlich mal Red Faction. Ich meine, es bricht so total das Konzept, weil ja Spiele erst später kommen, aber... Vielleicht hat dir keinen Spaß gemacht und war Arbeit. Ja, vielleicht so über die Sachen. Na, ich fange mal an, das ist schon so lang übrig, das Thema. Okay. Das ist ein Spiel im namens Red Faction Guerilla und ich habe es nicht selber gespielt, ich habe nur zugeschaut dabei. Es auch nicht aktiv gekauft, es war bei einem Humble Bundle dabei. Bitte Hopp weghören, da kriegt sich einen guten Fall, der ist ja nicht so ein großer Fan vom Konzept Humble Bundle. Ich aber schon, weil ich dann auch immer, weißt du was auch schön ist? Ich kenne in meinem Freundeskreis diverse verschiedene Spielertypen. Ah, und die ladest du dann ein und lässt dein Spiel spielen sozusagen. Ja, genau. Also wenn sie in meiner Nähe sind oder beziehungsweise ich gebe dann einfach auch Spiele, ich schenke Spiele. Schenkst du dann her. Und das ist einfach auch gut. Weil meistens ist das Humble Bundle ist psychologisch so, ist meistens ein, zwei Spiele, die mich interessieren, das ist die Kaufentscheidung und der Rest sind halt so. Cool, ja. Genau. Was ist Red Faction Guerilla? Das ist schon der dritte. Ist das nicht ein Ego-Shooter? Ja, schon der dritte Teil einer Ego-Shooter-Serie. Ja. Und da geht es über Kolonisten am Mars. Die ersten beiden Teile, ich habe mir die Handlung auch rudimentär durchgelesen. Ja. Irgendwie bist du Minenarbeiter und das war eigentlich, ich glaube auch in den ersten Teilen, so was ich gehört habe. Also der Kollege, dem ich zugeschaut habe beim Spielen, hat, glaube ich, den ersten oder den zweiten Teil gespielt, hat gemeint, eine Besonderheit damals war halt, das ist ja bei Ego-Shootern oft irgendwie, dass die Umgebung relativ statisch ist, aber da war eine Besonderheit, dass du eben durch gewisse... Zerstörbares Terrain. Genau, richtig. Aber ich glaube, bei der ersten oder so, es war zwar damals ein riesiges gehyptes Feature, war aber nicht wirklich, dass alles zerstörbar war, sondern nur gewisse Barrieren sozusagen. Und da konntest du dich durchbohren, oder? Ja, aber es war jetzt kein Minecraft, wo du komplette Freiheit gehabt hättest. Also bei Red Faction, beim dritten Teil, ist so einiges anders. Also es ist kein klassischer, wie man so nennt, Schlauch-Shooter, wo du einfach von Cutscene zu Cutscene und Level durch... Und überall hast du hast zwar, bist urbewaffnet, schaffst es aber nicht, nur so kleine Gartenzäune drüber zu steigen, die dir das Levelgrenze markieren. Das ist im dritten Teil zum Teil, muss man sagen, auch so, aber anders. Ja. Es ist ein Open-World-Spiel. Du spielst den Mars-Kolonisten namens Mason und in der ersten Cutscene siehst du gleich, du arbeitest mit deinem Bruder an irgendeinem Damm oder einem Zaun und du wirst von Truppen der EDF überfallen und dein Bruder kommt leider zu Tode. Und EDF sind die bösen Konzerne? Es ist so, dass in diesem Teil ist die EDF eine Bewegungnahme, die unabgekürzt nennt sie sich die Earth Defense Force. Ja. Und es ist so eine Art Unabhängigkeitskrieg geht vor sich auf dem Mars. Mhm. Das heißt, die Kolonisten wollen sich unabhängig machen, aber die Erde möchte gerne ihre wirtschaftlichen Interessen dort wahren und hat dort eigentlich relativ viele Gebäude aufgebaut natürlich und viele Checkpoints und kontrollieren das militärisch. Ja. Und in der ersten Szene wird eben von einer EDF-Truppe dein Bruder ermordet und du schließt dich dann gleich sofort den Rebellen an, die da auch gleich vorbeimarschieren. Da triffst du auch gleich eine weibliche Rebellin, die so quasi dein Love-Interess ist oder so. Aber über die Handlung möchte ich eigentlich gar nicht so viel erzählen, weil die ist schlecht. Also die Cutscenes, ich muss ja immer sagen, ich bin ja so ein narrativer Spieler. Ja? Also ich brauche schon ein bisschen Fleisch. Also ja, aber dann sind die Cutscenes für dich doch wichtig eigentlich. Oder? Sind sie wichtig, aber man möchte sich nicht darauf konzentrieren, weil keiner der Charakteren sie ist sympathisch, sie bleiben alle hölzern, sie haben alle irgendwelche Dialoge, die wie aus der Retorte. Du bist vom Kino Besseres gewohnt. Ja, und selbst da, es ist wie ein Blockbuster-Film, der mich nicht fängt, sondern der mich ärgert. Also da, wo man so richtig wütend wird. Ja. Und ansonsten ist es so, du startest von deiner Rebellenbasis, kannst in verschiedene Autos einsteigen, arbeitest in verschiedene Sektoren vor. Und diese Open World ist... sehr unabwechslungsreich, was jetzt am Mars nicht vielleicht unrealistisch ist, könnte man sagen, ja, aber du kommst in einen Sektor in den anderen und da ist halt ein bisschen, also alles relativ staubige Fläche und wenn du in halt einen grüneren Bereich kommst, wo reichere Leute wohnen, dann hast du ein paar andere Fahrzeuge und es sind ein paar grüne Flechten, aber im Grunde ist es eine leere, leblose Welt, ja. Ja, und kannst du da wenigstens super toll ballern mit Zielfernrohr und weit snipern und keine Ahnung. Also als deine Default-Waffe, die du gar nicht aus der Hand liegen hast,
hast du einen Hammer und das ist nicht ohne Grund, weil du kannst dort jegliche Struktur, die dort steht, zusammenhauen. Ja? Das ist schon einmal vielleicht irgendwie recht bemerkenswert, weil du kannst riesige Türme sprengen und Schilder. Also und es ist Posten sozusagen alles kaputtbar. Es ist alles kaputt, relativ alles kaputt. Ja. Da merkt man auch so, da haben sie ihr Hauptaugenmerk draufgelegt. Ja. Das Blöde ist, diese ganzen Strukturen, die sie da aufgebaut haben, schauen für mich aus wie Mobilklos. Also man kann sich vorstellen, der Mars ist ein riesiges Mobilklo und du hast Mobilklos. Irgendwas hat dir nicht gefallen an dem Spiel. Und du musst sie mit einem Hammer kaputt hauen. Moment, wie, was? Ja, also alle Gebäude, es gibt sehr viele Gebäude dort, ja, aber sie schauen eigentlich alle relativ gleich aus. Mobilklos? Ja, sie schauen für mich aus. Also Dixi-Klos? Ja, sie schauen für mich wie so Plastikkonstruktionen aus. Großer, klein, aber alle gleich und sie fallen auch alle gleich zusammen und brettern gleich, du hast keine Abwechslung. Es ist halt, als hätten sie sich eine Struktur überlegt und du... Die haben sie dann hingebaut. Und bei der Handlung, es ist nicht nur so, ich habe letztens ein lustiges Vokabel aufgeschnappt, nämlich die ludonarrative Dissonanz. Okay, bitte erläutern Sie das. Nein, das war es jetzt. Das darunter leidet das Spiel. Was? Nein, das ist so, ein Spiel versucht, eine Geschichte zu erzählen, aber das, was du machst, widerspricht dem eigentlich vollkommen. Okay. Also du bist da nicht wirklich drinnen, die Immersion. Genau, es reißt dich raus, weil deine Taten, die du setzt, eigentlich der Handlung komplett widersprechen. Und hier ist es so, du wirst natürlich als epischer Held, der diesen Kolonialisten irgendwie hilft, aufgebaut, aber eigentlich im Grunde, wenn du das wirklich hernimmst, also du machst dann Attentate auf beispielsweise Shopping-Centers oder wo sich halt wichtige EDF-Leute treffen. Du bist dann, muss man sagen, ein Terrorist. Der ist das vielleicht so ein bisschen also ist vielleicht da nicht der Gag drinnen? Ich würde es wünschen, wenn nicht das Finale und das Ende. Ja. Es ist halt kein Stück von grimmigen Unterton oder Nachdenklichkeit drinnen, sondern es wird wirklich ein Action-Movie durchgezogen und das als Held aufgebaut, aber die Daten, die du setzt, denen widersprechen das irgendwie vollkommen. Das ist also ein gutes Beispiel, was wir auch, glaube ich, irgendwo gebracht haben bei einem Podcast für Ludo, narrative Dissonanz, ist zum Beispiel das Reboot von Lara Croft, wo sie ein sehr sensibles, noch junges Mädchen spielt, aber dann eigentlich während dem Spiel massenmordet und einen nach dem anderen umlegt. Ja. Und ungefähr so ist es da auch. Also das Spiel hat nichts für mich. Es ist gut, schon, wenn man zusammen mit dem Spieler vielleicht irgendwie Bierchen trinkt, sich in der Anlage einen gediegenen Thrash-Metal auflegt, den Sound vom Spiel abdreht, dann hat man so eine schöne, weiß ich nicht... so flächige Farben. Ja, eine angenehm abgefuckte Thrash, ich haue alles zusammen, Atmosphäre. Aber ansonsten hat das Spiel nicht gegeben. Und du hast es gar nie selber gespielt, also ballert sich's wenigstens gut oder hat man so ein gewisses Genusserlebnis, weil man da wirklich jetzt alles zusammenballern kann und intelligente Gegner? Das Spiel wurde durchgespielt, so viel kann man ja schon mal sagen, das ist ja vielleicht ein bisschen ein Qualitätsurteil. Das, was ich von Schusswechseln und von den Gefechten her sagen kann, ist für mich, die waren ziemlich unkoordiniert. Also du konntest jetzt zum Beispiel dich nicht heranschleichen im Stealth-Modus, sondern die haben sofort gleich zum Ballern begonnen. Und das war auch ein bisschen, also wenn du in einem Gebiet warst und dort war Alarm, dann war das halt wie bei GTA, wenn das FBI kommt, es kommen immer Gegner nach. Das heißt, das bleibt ja keine andere Möglichkeit als zu flüchten. Ja? Also mein liebster taktischer Shooter oder wo ich die schönste Shooter-Choreografie der letzten Jahre gesehen habe, das war bei Metro im ersten Teil, dieser russische Shooter, der im U-Bahn-System im postapokalyptischen Moskau spielt oder Russland. Moskau war das Wege. Ja. Da war das wirklich, dass du dir überlegen hast müssen, schieße ich da das Licht aus und da kommen die Soldaten und da laufen alle durcheinander und du hast halt deine Waffen. Aber für mich hat das einfach von vorne bis hinten nichts zu bieten gehabt. Vernichtend. Soll ich schnell noch ein zweites Unterwerbe öffnen? Weil ich habe noch ein zweites schlechtes Spiel. Haben wir das abgehakt. Also das Fazit jetzt, also das Ballern hat dich nicht befriedigt und die Story auch nicht. Auch nicht, nein. Nur das Zuschauen ist... Und jetzt noch vom Namen her ist vielleicht irgendwie so, weil ich habe das so dunkel in Erinnerung, der erste Teil, da war ja so eine böse Bergbau Mining Corporation und die proletarischen, kommunistischen Bergarbeiter tun sich da so. Und da haben sie so ein bisschen gespielt, dass Kommunismus cool ist, was er damals nicht
selbstverständlich genau. ist und Corporations eher böse und so. Ist da vielleicht so ein bisschen Kapitalismuskritik drin? Es gibt ja auch im realen Leben Bergbaukonzerne, die alles machen. Ja, nein. Also wenn, das geht komplett unter. Wenn, dann haben sie reingebracht, noch versucht, einen anderen Erzählstrang reinzubringen und das... Wer, also natürlich, die Rebellen sind natürlich viel besser und die EDF ist böse oder so. Aber dass du jetzt sagst, dass der irgendwie ein politisches Anliegen von den Rebellen besonders gut vermittelt wird oder dass du dir ins Grübeln kommst, dass da jemand ausgebeutet wird und sein Freiheitskampf ist, wird eben gebrochen dadurch, dass das einfach schlecht erzählt, beziehungsweise dass deine Handlungen relativ böse und terroristisch sind. Also da ist nichts. Das Einzige, was sie noch versucht haben, so ein bisschen reinzubringen, und das da gibt es auch einen Bonus-Content dazu irgendwie. Es gibt noch ein älteres Marsianervolk, die, glaube ich, bei einer der ersten Besiedelungen einer der Rebellionen überlebt haben, in den Untergrund gezogen sind. Ureinwohner. Und die sind dann wieder an der Oberfläche und dein Love-Interest kommt dann auch irgendwie, kommt dann heraus, dass das auch irgendwie zum Clan angehört und die kämpfen dann am Ende auch ein bisschen mit. Also da haben sie so ein bisschen versucht, was zu erzählen. Na, war nix. Okay. Ein Schuss ins Mobilklo. Ein Griff ins Mobilklo. Ja, na gut, wenn ich kurz dabei ist, ich werde es noch ganz kurz dran anschließen. Das war beim Capcom Humble Bundle dabei, und das nennt sich Lost Planet 3. Da bist du eigentlich angeheuert von so einer Corporation und die reist mit einem Raumschiff auf einen fernen Planeten, hat dort auch schon ein oder zwei Stationen dort. Und zieht dort aus, die Aliens dort irgendwie auszubeuten und zu schlachten, damit sie Energie für die Erde gewinnen. Weil die Erde ist in einer Energiekrise und du als private Firma bist halt dort. Also du bist eigentlich nicht diese Firma, sondern du kommst dazu als so eine Art Hausmeister. Der Alte ist irgendwie gestorben, keine Ahnung, ist weg. Du wirst dort angeheuert und du bist dann in so einem klassischen, also du kommst auf diesen Eisplaneten da, musst die ersten Aliens umbringen, kommst in die Eisstation und du, es ist nicht wirklich Open World, aber du kriegst so kleine Quests in der Raumstation von den Leuten und musst so wirklich Hausmeistertätigkeiten machen. Also du musst so gehen in dieses Feld, bring ein paar Aliens um, steck deine Energiesammelsonde ein. Klingt nach World of Warcraft, nach Spielerbeschäftigung. Ja. Es ist ein bisschen atmosphärisch, muss ich sagen, weil du gehst in so einen Mech rum, in so einem großen Roboter, wo du dich reinsetzt. Ja. Cool, ja. Und da siehst du auch irgendwie, so das Cockpit, wackelt jeder Schritt und du kannst auch als Sound irgendwie so Country-Klänge oder so langsame, verhaltene Western-Klänge oder was du halt für Bock hast, irgendwie andrehen. Und die Dialoge sind auch ein bisschen slightly besser geschrieben, weil du hast irgendwie von einem unterdurchschnittlichen Science-Fiction-Film so die klassischen Charaktere. Du hast doch immer auf so einer Raumstation zum Beispiel einen etwas exzentrischen Techniker und der, mit dem freundest du dich an und weiß ich nicht, der Chef, der ein bisschen eine Doppelrolle spielt, wo man nicht genau weiß und so. Also atmosphärisch hat das schon einiges zu bieten. Man muss sagen, es ist halt ziemlich ultra brutal, weil diese ich meine, die Aliens sind nicht schön, die schauen aus wie bei Starship Troopers, die sind so schwarze Spinnen mit leuchtenden Sachen, aber du bringst sie auch auf ziemlich brutale Weise um, also du kannst sie nicht nur aussteigen und sie irgendwie so mit der Pistole irgendwie umbringen oder mit den Waffen, die du hast, sondern kannst sie auch mit dem Mech schnappen und hast du in einem ist eine Greifkralle und in der anderen Hand ist ein Bohrer und du bohrst so in diesen Alien rein und dann denkst du dir auch irgendwie so. Vielleicht bist du einfach nicht mehr 13 und hast einen gewissen Fun-Faktor, nicht mehr an sinnloser Gewalt. Ja, also ich sehe solche Sachen auch irgendwie mit dem inneren Mantra, ich bin nicht die Zielgruppe, ich bin nicht die Zielgruppe. So schaue ich mir ja auch Mockingjay Bird an. Aber ich kann dann schon auch unterscheiden und da muss man sagen, sie haben zum Beispiel, wenn du gewisse Quests erledigt hast, siehst du dann so Videobotschaften, die der Typ aufnimmt und seiner Frau schickt irgendwie. Ja. Und das ist schon, das kennt man aus Science-Fiction-Filmen, das ist nicht schlecht gemacht, das ist auch nicht unliebevoll gemacht. Ja. Das einzig Blöde ist, und das ist mir bei Capcom generell jetzt aufgefallen, bei den Spielen, die ich gespielt habe, sie haben dann im Verlauf der Story, wird die Story dann halt immer hanebüchern. Sie versuchen dann irgendwie ein großes Finale zusammenzubauen. Ja, und die, zum Beispiel die weit entfernte
Frau, die zaubern sie dann irgendwie aus dem Hut, dass die auch auf dem Planeten ist und das wird unlogisch. Und das hätte es nicht notwendig. Das beste Ende für dieses Spiel gewesen wäre, du hättest all deine Aufträge erledigt, du hast deine Kohle verdient und du fährst nach Hause, ohne Finale. Dann wäre es ein richtig atmosphärisches Spiel gewesen eigentlich. Und es hätte auch nicht so diese Dissonanz gegeben, weil so besonders moralisch ist dieser Typ auch nicht, aber es wird auch nicht versucht, irgendwie zu vermitteln, bis auf halt, wenn das Finale dann anfängt, dann schon wieder. Aber bis dahin war es eigentlich nicht ungemütlich anzusehen, weil du hast halt so eine eisige Atmosphäre, du hast diesen Mech, du marschierst rum und ballerst auch ab und so, oder kämpfst halt gegen, und so kämpfst halt gegen diese Spinner gegen. Also ich fand es an und für sich zum Zuschauen nicht ungemütlich, aber Abschlussprobleme. Und das war's auch. Zu Lost Planet 3. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Jetzt kommen die ganzen. Also zwei Spiele, von denen du beide nicht begeistert warst. Richtig. Also von dem einen vielleicht mittelmäßig, nicht untermittelträchtig, und vom anderen gar nicht. Hey, Stefan. Ja, wir freuen uns alle, weil der Stefan ist da. Jetzt kommen die ganz nerdigen Themen. Jetzt kommen die nerdigen Themen, genau. Stefan hat schon so einen nerdigen Blick drauf. Gibt sicher jetzt jede Menge. Das glaube ich gar nicht so viel. Hast du etwas mitgebracht? Ich habe ein Buch mitgebracht, wo meine Notizen drin sind. Apropos, für heute war ja ausgelobt, dass der, wenn wir Besucher haben, dass der Stefan Geschenke für sie hat. Aber sind da keine Besucher da. Ihr wisst nicht, was ihr hingeht. Ich habe schon eingeweiht, das Eva, mit meiner Wintertee-Mischung, die ich neuerdings mir ausgedacht habe. Ein sehr edles Fabrikat, besonders weil der Aufdruck auch schön eingelassen ist. Das ist eine glatte Fläche. Das können Sie ohne Probleme bei 60 Grad im Geschirrspüler, sage ich Ihnen, geben. Das geht auf 70 Grad? Ach, das muss ich empirisch untersuchen. Das kann man, dann muss ich meinen Geschirrspüler, glaube ich, zuerst umbauen. Ich glaube, der kann nicht höher als 60. Also übertakten. Übertakten, ja, genau. Das Übertakten des Geschirrspülers. Ja. Was hast du uns für Themen? Stefan, genau, ja. Kraut und Rüben. Ich war gerade bei einem Webinar mit dem Titel Learn in Public. Das ist ein Kurs, der in Jena startet wird von einem Herrn namens Doug Neal. Den habe ich schon einmal erwähnt im Zuge eines anderen Webinars. Ist das der, wo du Webinar-Teilnehmer bist, bei dem das du diese internationale Gemeinschaft hast? Genau. Okay, ja. Ah, kurze Zwischenfrage. Flugmodus eh, oder? Ja, zur Abwechslung von mir, das habe ich vergessen. Wie schaut es bei euch aus? Ja, ja, genau. Ich schau nochmal nach. Ja. Ist das Mikrofon eingeschaltet? Safety first. Nimmt das Mikrofon auch auf, ja. Das haben wir auch schon mal gehabt. Ja. Gut. Wir haben es geschafft. Alles im grünen Bereich. Ja. Und da geht es darum, das, was man gerade lernt, auch zu publizieren in der einen oder anderen Form, sich also ein Programm zu überlegen, wie man das Wissen, das man gerade erwirbt, teilt. Mit dem uneigennützigen Hintergedanken, entweder Leute zu finden, die an dem Wissen einfach so Interesse haben, oder mit dem weniger uneigennützigen Gedanken dahinter, das, was man da gerade lernt, auch später vermarkten zu können. Sprich, also so Eco-Branding und. Ja, es ist nicht explizit auf das Grund ausgelegt, aber es kann natürlich auch in die Richtung verwendet werden. Ja. Ein weiterer Grund ist, um es selber besser verstehen zu können, weil wenn man es versucht, jemand anderen zu erklären, versteht man es anschließend selber noch besser. Ja, wunderbar. Hast du das jetzt besser verstanden, was du gerade gesagt hast? Wenn du es gesagt hast. Was ich selber gesagt habe? Nein, das wusste ich vorher schon. Schon gefestigt. Ich nehme das Prinzip nämlich selber, ich versuche, wenn ich etwas versuche zu lernen, versuche ich es anderen zu erklären. Das ist aber der beste Weg, um was zu lernen. An ja. Stimmt, besonders auf das Wissen und die Ernährung. Ja. Genau. Prost. Und das Ganze kommt mir ziemlich gelegen, da ich gerade mit einem neuen Projekt anfange, zu dem ich auch eine Frage an euch und auch an die geschätzten Hörer habe, ob ihnen dazu was einfällt. Und zwar möchte ich ein Stück relativ Metasoft-Frage, die ich da stelle, aber ich denke mal, das sind ja einige Leute, die von freier Software Ahnung haben. Die Frage lautet, wer weiß, ein Geschäftsmodell, mit dem man freie Software vermarkten kann und die nicht dieses
übliche, sage ich, Freemium-Modell darstellt. Also, dass man so eine... Doppellizenz-mäßig. Ja, Doppellizenz oder so eine abgespeckte Version, die darf man sich anschauen, runterladen und den Quellcode haben, aber von den Features, die wirklich interessant sind, da ist sicherheitshalber alles geschlossen. Das verstehe ich nicht unter freier Software, sondern ich hätte es halt ganz gern. Trotzdem ein Preisschildchen einer Sache umzuhängen, das könnte in letzter Konsequenz sogar sowas sein wie pay as much as you like oder so, nicht? Das wäre zum Beispiel schon ein gangbarer Weg, so wie LibreOffice, die dir mal vorschlägt, dann komm, spenden sie doch mal. Oder, ist aber überhaupt ein guter Weg, dass du freie Software einfach über Kanäle wie Steam einfach auch als zum Verkauf anbietest, weil viele Leute sind das auch gewohnt und kaufen es dann einfach, zum Teil, um dir einen Gefallen zu tun, zum Teil, weil sie die anderen Kanäle nicht benutzen wollen oder nicht können. Habe ich auch erst die Woche gelernt. Ich dachte bisher, Steam ist eine Spieleplattform. Ist eine, ja. Aber da gibt es alle mögliche Software. Ja, also die haben Anwendungssoftware genauso. Ja. Habe erst die Woche entdeckt. Aber ich habe zum Beispiel ein Rollenspiel auf Steam gekauft, obwohl ich es besessen habe, weil es eine freie Software war. Ja. Ich wollte einfach dem Autor was Gutes tun und es war für mich einfacher, über Steam zu kaufen, als dem jetzt irgendwer Spende zukommen zu lassen, weil über Steam habe ich halt schon gewisse Bezahlungskanäle und kann das besser machen. Es ist auch der Kanal einfach das Ausschlaggebende. Ja. Das ist bei mir auch so. Also wenn ich bei Google Pay was kaufen möchte, dann muss ich immer rumhantieren mit Prepaid und blablabla und bei anderen Kanälen, da kann ich einfach schon, habe ich das schon verbunden sozusagen mit gewissen Bezahlungskanälen und dann fließt das Geld schon noch einfach. Ich glaube, das geht ein bisschen gegen die Philosophie des perfekten Markts, wo ja alle Marktteilnehmer alles wissen, aber selbst wenn man weiß, dass zum Beispiel, dass da Quellcode frei ist und du dir das selber kompilieren könntest, macht es durchaus Sinn, die Binärpakete zum Verkauf anzubieten, weil nicht jeder mag kompilieren. Oder Das wäre doch so ein Modell dann wie bei Red Hat, oder? Die werden dann, da kaufst du die Binärpakete, und weil das selber kompilieren einfach sehr aufwendig ist und da gibt es, du könntest dann halt CentOS oder so verwenden, aber generell ist das auch ein gangbarer Weg, ja. Aber ich plädiere überhaupt dafür, etwas, auch wenn du es auf einem anderen Kanal gratis anbietest und frei, also wenn du es zum Beispiel auf GitHub liegst und auch wenn du sagst, liegt auf GitHub, das trotzdem als Package auch zum Verkauf anzubieten, weil sich das einfach nicht ausschließt, weil manche Leute finden das einfach leiwand und sagen, ja, warum nicht, kaufe ich, weil ich zum Beispiel von der Firma ein Budget habe, um Software zu kaufen, aber nicht um eins, um dir privat Spenden zu überweisen. Einen Ansatz, den ich mir auch überlegt habe, das haben wir früher immer wieder mal gesehen, waren so Geschichten, die Software kriegst umsonst, die kannst du auch runterladen und installieren, nur die Dokumentation oder das Buch oder das Schulungsvideo dazu bekommst du nicht. Ein Schulungsvideo getreut anzugeben, finde ich, ist total fair, weil es gibt ja auch Leute, die jetzt ein Excel-Trainingsvideo verkaufen, ohne dass sie mit Microsoft irgendwas zu tun haben. Das ist kompletter getrennter Kanal, ne? Na, ich werde euch dann mitteilen zu euch. Ja, was ich gekommen bin. Also, was ich dazu sagen wollte, ja, das mit dem Kompilieren, bei X-Chat war das früher so, die Windows-Version war nicht kostenlos. Sie haben dafür Geld verlangt, weil sie das erstens nicht Windows unterstützen wollten und weil sie darin mehr Aufwand sahen. Ja. Und, aber es gab sowas lag vor, also ein fähiger Windows hätte sich selber kompilieren können. Ja, das, ich habe das auch mal gemacht und jemand anderen zur Verfügung gestellt, aber nur zum Spaß. Also zudem gab es woanders auf einer anderen Seite die X-Chat-Kompilate auch für Windows herunterzuladen. Und dann gibt es noch PostgreSQL, fällt mir jetzt sofort ein. Gibt es einen Anbieter, der Support anbietet. Das ist auch noch eine Möglichkeit, statt mit der Software, mit dem Supportgeld zu verdienen. Das stimmt. Das ist das klassische. Macht natürlich in Firmenkontexten sehr viel Sinn. Ja. Was auch für dich vielleicht interessant wäre, ist, dass du deine Userbase aufbaust, einfach indem du das einmal frei machst und halt die Leute natürlich nicht hinderst, dir das trotzdem zu zahlen, wenn sie das wollen. Und nachher dann sagst, also man kann das jetzt auf Erpressung machen oder einfach nur auf Support, dass du sagst, ja, passt auf, ich hätte das gerne im Jahr nicht mehr frei. Nein, das nicht, das bleibt frei. Aber dass du sagst, du möchtest halt so und so viel, um das jetzt weiterzuentwickeln. Ja. Du kannst eine History vorweisen, du hast das von Version 0 auf Version so und so gebracht. Ne? Und wenn das Geld zusammenkommt, wie auch immer, dann arbeitest du weiter. Und sonst musst du jetzt leider andere Sachen machen. Und dann kann sich die Community überlegen, ob es da jetzt sozusagen dich weiterzahlt, was natürlich besser geht, wenn du schon einmal Vorleistungen gebracht hast. Ja. Das ist praktisch das Crowdsourcing-Modell. Ja, da muss man aber auch aufpassen. Ich fand das, wie der Entwickler von GNU-PG das gemacht hat, der ja mehr oder weniger gejammert hat. Fand ich nicht so besonders. Also
Man muss also mal halt sehen, wie man es aufzieht. Aber das, also dass wenn man zum Beispiel sich so Features aufschreibt und das, ein Preisschild drauf tut, so ihr bekommst das, zahlt mir das. Oder ihr könnt selber Features auch mal bestimmen. Ich entscheide, ob ich es aufnehme und einen Preis dazu geben. Das ist, man muss dazu das sagen, bei Ferrat, das Schöne ist ja, dass es ja jedem freisteht, das Projekt zu forken und selber die Features zu implementieren. Ja. Aber das tut sich ja keiner an meistens. Ne? Also ich finde, das ist das durchaus fair, dass man da sagt, okay, ich möchte ein gewisses Budget haben. Das mit den Features kenne ich von OTRS. Die haben das nämlich tatsächlich so. Features kosten extra, aber die Feature, man kann sich sozusagen die Features kaufen, aber es wird dann auch unter der GPL weiter gegeben. Ja. Das heißt, jeder bekommt dieses Feature, nicht nur der, der es angefragt hat. Sehr gut. Aber die haben manche auch closed source OTRS, aber bei einigen ist so, wie du sagst. Das heißt, du berichtest uns demnächst mehr über dieses Projekt. Ist es noch geheim oder kannst du jetzt schon sagen, worum es überhaupt geht? Geheim ist es nicht, es ist nur noch sehr unausgegoren. Heute ist tatsächlich der erste Tag, an dem ich an dem Projekt arbeite. Also ich habe jetzt mehr oder minder einen Monat so gut wie nichts gemacht, außer darüber nachzudenken. Und heute habe ich damit begonnen. Erzähl uns. Es hat einen Titel, der in Österreich relativ bekannt ist. Und das Wort ist in Österreich bekannt und lustigerweise fast nur in Österreich. Und zwar heißt es Panoptikum. Ah, sagt mir nichts. Das war doch einmal so eine ORF. Auch eine ORF-Sendung, ja. Deswegen, deswegen kriegen jetzt die Österreicher mit der entsprechenden Titelmelodie. Genau, ja. Eines der wenigen Musikstücke im Siebenvierteltakt. Siebenvierteltakt. Wir müssen jetzt dazu sagen, für Nicht-Ösis oder einfach Leute, die ein bisschen jünger sind als 40, das war eine so im ORF damals, als es noch zwei Kanäle gegeben hat und um Mitternacht Sendeschluss war. Und, da war das so eine Sendung, was hat die gemacht? Eigentlich so bunte, interessante Clips aus aller Welt. So, ja, so ein Mischmasch-Sendung. Panoptikum. Pan ist, also es ist aus dem Griechischen. Optikum ist der Blick und Pan ist alles, also der Blick auf alles. Und damit war in der Sendung auch alles erlaubt. Genau, das war immer so cool irgendwie. Und die Software, die ich da schreiben will, soll auch einen Blick auf alles ermöglichen, und zwar einen Blick auf alle deine Daten. Das wird eine Art Datenexplorer, das was vielleicht früher mal der Windows Explorer versprochen hat und nie gehalten hat. Die Idee stammt daher, dass ich nicht nur bei mir selbst, sondern auch von vielen anderen Leuten und auch kleinen Firmen weiß, dass sie ihre Daten verstreut haben über alle möglichen sozialen Kanäle, also Social Media. Fotos auf Flickr, E-Mails auf Gmail, Kontakte auf Facebook und so weiter. Texte in Google Plus. Genau. Und in der Uncloud noch was. In der Uncloud vielleicht noch was und am WordPress-Blog und so weiter. Und das ist das Unsägliche, was alle benutzen, Dropbox. Ne? Dropbox was. Und man hat zwar diese Materialien im Prinzip dann jederzeit zur Verfügung, aber bequem ist die ganze Geschichte nicht. Und einerseits, manche wollen vielleicht nicht cross-posten, tun es unabsichtlich, manche wollen cross-posten, können es aber nicht, zumindest nicht bequem. Als Nebeneffekt zu dem Ganzen noch eine hübsche Backup-Funktion und eine Synchronisierung zwischen mehreren Geräten. Das ist so das, was ich raten, du möchtest einen Cloud-Service anbieten, wo du erst einmal alle Passwörter von diesen einzelnen Service angibst, der dann für dich alles macht, und Dennis freut sich schon. Nein, es wird kein Cloud-Service, weil das würde an dem ganzen Konzept zuwiderliegen, wenn man den Teufel mit dem Belzebub austreibt auf die Art und Weise. Also das wird eine lokale Applikation werden, die man sich lokal auf seinem Rechner installiert. Also ich denke da jetzt nicht an einen riesen Konzern, der da Gigabyte und Abergigabyte von Daten oder Terabyte in der Cloud hat und sich die reinholt, sondern eher an Einzelpersonen und eben kleine Firmen, sodass das auch auf einem Laptop oder so noch Platz hat. Und man hat das als lokale Applikation, die saugt sich die Daten von den diversen sozialen Netzwerken herunter und hat sie dann eben lokal auf der Festplatte zur Verfügung. Ja, auch spannend. Sozusagen ein, ich hole mir die Daten auch wieder zurück. Genau. Und als Web-App oder als Nein, als, als Desktop-Applikation, weil ich nicht glücklich bin, was zurzeit mit den Web-Apps und Datenbanken möglich ist. Und insbesondere, was ich auch noch ganz gern hätte, wenn man dann seine Daten da so schön hat, hätten wir es vielleicht auch ganz gern, dass man die lokalen Daten hübsch indiziert und auch mit denen suchen kann und mit denen was machen kann. Und aus dem Webbrowser darf man ja nicht ins Filesystem, da hat man ja so ein Sandbox-Konzept. Das heißt, in einem normalen Webbrowser geht diese ganze Geschichte nicht, sondern da braucht man technologisch ein bisschen was anderes. Und da werde ich auch anders mal drüber reden, wie man das macht.
Okay, jetzt wollte ich nämlich gerade fragen. Das nächste Mal. Also du machst eine Offline-App, die die ganzen in der Online-Cloud verstreuten Daten auf die Festplatte saugt. Naja, beim Saugen muss sie auch online sein, ja. Aber dann kannst du sie offline zu verwenden, um in deinen Daten zu browsen. Aber im Prinzip ist das das Äquivalent meiner super wichtigen Textdatei, wo alle meine Passwörter drinnen stehen. Ja. Nicht nur, es ist ja gleichzeitig auch eine Indizierung, wo habe ich welche Bilder zum Beispiel. Ja, also ich habe ein paar bei Flickr, bei denen, weil ich ja zum Beispiel verschiedene Identitäten im Internet habe. Einmal als mich, einmal als eine fiktive andere Person und das soll alles dann verknüpft werden. Also ich habe gleich ein Geschäftsmodell, Stefan, für dich. Es gibt da diverse große Datenorganisationen, die ganz gern da so eine Backdoor hätten, dass auch wenn das offiziell keine Online-Software ist, die da vielleicht gewisse Key-Indexlisten dann... Können sie ja forten und jederzeit einbauen. Ja, und ich glaube, damit können sie es dann besser verkaufen. Ja. Da wäre also, sicher Markt da. Das Ganze wird ohne HTML also auskommen. Nein, das wird es nicht. Okay, das war die schon bereits die Antwort und jetzt weiß ich, wie du es machst. Und was ich ganz lustig fand die Woche, ist, dass ein anderes Web-Service auf diese Idee gekommen ist und die Woche oder letzte Woche was dazu veröffentlicht hat, aber nur für sein eigenes Service, nämlich das ist WordPress. Aha. Man kann sich jetzt auch für WordPress eine Desktop-Applikation installieren. Oh ja, das habe ich mitbekommen. Und was tut die da? Die blockt dann offline? Oder? Du kannst offline mehrere Blogs verwalten und Sachen dann hochladen wieder und so weiter. Schau, das dann im Bulk hochladen, dass das nicht kann, online sein muss. Ja, schon genau. Ja, das macht Sinn. Ich kann das, ja, das macht doch durchaus Sinn, weil wir haben öfters mit WordPress oder generell mit Administrations-Backends, die im Web sind, arbeitet, dann weiß man zu schätzen, wenn man wieder ein Offline-Programm hat, das vielleicht auch ein bisschen responsiver reagiert auf gewisse Sachen, wo du gewisse Administrationsschritte durchführen kannst. Nicht online sein musst, um irgendwas zu tun. Ja. Boah, ja. Stimmt, gut. Die wollte ich eigentlich ausprobieren. Gute Idee. Ich möchte an diesem Punkt vor WordPress warnen. Ach. Und zwar... Ach. Ja, wegen den ganzen Sicherheitslöchern. Ja. Aber welches nicht? Ich bin mittlerweile CMS-Agnostiker, Leute. Ich sage euch eins bis andere. Ich habe Joomla ausprobiert, ich habe Drupal ausprobiert, ich habe WordPress ausprobiert. Ein CMS ist immer nur so gut wie die Plugins, die man installiert. Und deren werden viele installiert von den Usern. Und das ist schon allein schon der erste Schritt, wo es kritisch wird. Und die Update-Politik auch. Also ich bin bei CMS mittlerweile wirklich so, ich schaue mir das an, meine Lieder sind so auf Halbmast irgendwie gestellt und ich kriege mich dadurch ganz ohne Romantik. Also ich bin weder ein WordPress-Fan noch ein Joomla-Fan noch ein Drupal-Fan. Aber du verwendest schon WordPress ab und zu. Zurzeit wird es irgendwie in meinem Umkreis sehr häufig verwendet. Könnte aber nicht sagen, dass es jetzt irgendwie etwas hätte, was mich besonders dort hält. Also wenn das nächste CMS um die Ecke kommt, dann werde ich mir das auch anschauen und durchklicken. Okay, da ist auf jeden Fall dann Marktpotenzial. und weißt du, was alle diese CMS gemeinsam haben? Sie sind in PHP geschrieben. Und das ist die größte Lücke überhaupt. Also um PHP nehme ich einen ganz zweiten Bogen. Wie viele? Das PHP hat ja keinen guten Ruf. Wobei ich habe ja, also wie ich ganz begonnen habe zu podcasten, habe ich ein Interview geführt, ich glaube, da habe ich dich auch kennengelernt, was. Es gibt ja auch so ein Ruby on Rails-eskes Framework für PHP, sodass man schöner mit PHP Webseiten programmieren kann. Symfony. Da habe ich jetzt nur gelesen, dass in Heise jetzt eine neue Version raus. Ja, Version 2.8 und 3.0. Ja. Aber ja, ich habe es mir mal angeschaut und was soll da jetzt schön sein? Ja, nein, ich wollte es nur anmerken, dass es auch hier Ansätze gibt, dass man vom klassischen PHP-HTML-Programmierstil abweichen kann. Wenn wir schon beim auf PHP schimpfen sind, ich habe derzeit endlich Gelegenheit, im Rahmen eines Projekts mich mit Flask zu beschäftigen. Das ist ein kleines Python-Framework, also der kleine Bruder von Django sozusagen. Wenn man ein Web-Framework haben will mit Datenbank und mit Python, aber wenn Django eine Nummer zu groß ist, dann Flask. Und da habe ich ein sehr schönes Tutorial gefunden und grab mich da gerade durch. Ich habe mir seit 2 Jahren circa vorgenommen, mich mit Flask zu beschäftigen und bis jetzt bin ich sehr angetan. Also der Schwager von Sinatra. Richtig, ja, wir haben uns letztens schon drüber unterhalten und da habe ich auch schon Sinatra erwähnt. Wie bitte? Sinatra dürfte auch ein Framework sein. Ja, Sinatra ist in Ruby oder was? Ja, genau. Ist der kleine Bruder von Rails. Und Flask ist sozusagen das Python-Äquivalent zu Sinatra. Ja, ganz genau. Ja. Wobei ich mir Flask noch nicht genau angeschaut habe. Kann auch sein, dass sie einen anderen Weg gehen.
Ja, spannend, da bin ich neu, was du ja. Test. Ja, muss erst schauen. Ich bin auch schon sehr versucht, mich über jetzt auf die ganze Ruby-Schiene aufzusetzen, weil sie dauernd von Ruby erzählt. Wir kommen noch hin. Ja. Mal da kann ich nur empfehlen, die Gruppe Ruby Habits, die sich alle 2 Wochen in Wien trifft. Ja. Und zwar das nächste Mal wieder am 9. Dezember im Sektor 5 um 18.30 Uhr. Sind die im Sektor 5 Plan drinnen? Dann die sind auch im Sektor 5 Plan drinnen. Und 18.30 Uhr am Abend im Gangraum ganz hinten im Besprechungsraum und man ziemlich langsam ins Eck latscht. Das ist so die Ruby und Ruby on Rails, ich will nicht sagen Anfängergruppe, aber die Leute, die Practitioners sind, also die wirklich was tun wollen und nicht nur Vorträge hören. Da sitzt man dann 2-3 Stunden zusammen und hackt an seinem Code oder lässt sich von anderen was erklären und diskutiert drüber. Und nachdem die beiden Organisatoren nächste Woche auf Urlaub sind, seilen sich, glaube ich, nach Japan ab, habe ich das Vergnügen, dieses Meetup zu leiten sehr und darf ich da persönlich ein. Wow. Darf man da auch als noch nicht Ruby konvertiert hingehen? Also absolut, das ist auch die Idee. Wenn man noch Python programmiert. Als absoluter Anfänger auch hinkommen kann, Fragen stellen kann, reinschauen kann und so weiter. Wann ist das? Wo? Das ist am 9. Dezember um 18.30 Uhr im Sektor 5, das ist im 5. Wiener Gemeindebezirk. In der Gegend von der Reinbrechtsdorfer Straße, in der 7 Brunnenfeldgasse 45. Okay, wie viel Uhr war es das? 18.30 Uhr. Und damit du sowas in Zukunft nicht mehr fragen musst, lieber Dennis, brauchst du nur schauen auf spielenprogrammieren/blog, weil dort gibt es einen Punkt Kalender, Events, noch irgendwas, Kurse, glaube ich, und da versuche ich alle möglichen Nerd-Termine in Wien zu sammeln. Unter anderem habe ich den kompletten Sektor 5 Google-Kalender drinnen importiert. Ui. Super. Also alles, was alles, was halt, wo ich glaube, dass es für meine Kunden interessant sein könnte. Okay, ich glaube, ich ziemlich muss alles. Ich habe gar kein Internet. Du hast kein Internet. Okay, dann ist schwierig. Also ich versuche derzeit auf Papier zu setzen, weil das Internet, es heißt, Papier ist geduldig und irgendwie möchte ich was Haptisches haben. Und deswegen notiere ich mir inzwischen wirklich alles auf Zetteln. Ja. Wir reden nächste Woche, ob diese Phase dann vorbei ist. Na, das ist schon bei mir eine Phase, die seit einem Jahr läuft. Ah, oder noch seit einem Jahr. Elektro-Diät sozusagen. Dankeschön. Das ist ein schönes Wort. Ja, du, apropos Elektro. Ah ja, genau, ja. wir haben Stefan nicht gefragt. Bist du in Nerd-Themen abgearbeitet sozusagen oder hast du nicht noch was Computer... Ein Computer-Thema habe ich noch. Ja, du das vielleicht ist das? Das Ghostery? Also, Musik. Ist ja wirklich? Okay, ja, wie ihr wollt. Okay. Du musst ja fallen jetzt aber eine aus. Ein Duell beim Morgenkorn. Hast du schon jetzt den Mund oder möchtest du direkt weiterreden? Du kannst ruhig weiterreden. Ja, machen wir mal so. Stimmenwechsel. Okay, passt. Ja, andere Stimmlage. Ich war am Freitag beim Tag der offenen Tür des Musikwissenschaftlichen Instituts der Uni Wien. Die haben dort ein paar Poster. Ich bin selber dort gewesen, weil wir bei einer Poster-Session waren und ich selber dort ein paar Poster hängen habe. Ich habe zwar mit dem Institut eigentlich nichts zu tun, aber bin zum Teil inzwischen Mitautor bei ein paar Postern, weil ich ein paar Studien mit durchgeführt habe. Und das Interessante ist aber dann das richtig nerdige Thema. Also es ist so ein Thema, wer nicht genug das passende Kleingeld hat, wird es sich nicht leisten können und kann jetzt 10 Minuten oder eine halbe Stunde vorspulen. Also wir sind jetzt das akustische Äquivalent zum Playboy oder diesen Zeitschriften, wo so eine Fotostrecke ist, über sehr teure Luxusjachten, meinst du das? Und du berichtest darüber. Ja, könnte man sagen. Also zum einen, die haben dort einen schallarmen Raum. Wenn man dort reingeht und die Türe schließt, hört man nur noch sehr reduzierten Schall. Also es ist nicht nur schallreduziert, sondern schallarm. Es gibt auch noch schalltot, aber das ist ziemlich schwer zu bauen. Und in diesem Raum hört man kaum Schall. Also das ist richtig angenehm ruhig. Du hörst dich aber schon selber reden, oder ist das irgendwie so ganz trickreich, dass man sich selber auch nicht hört? Es wird nur der Schall reduziert, nicht der Ton komplett unterdrückt. Ja, aber du hörst von draußen nichts sozusagen.
Und von drinnen hört man keinen Schall. Das heißt, wahrscheinlich auch kein Hall. Also kein Hall, kein Echo. Das ist ja der Schall. Okay, gut, ich glaube, ich muss Schall definieren. Ja. Also Schall ist im Prinzip die Reflexion einer akustischen Welle. Wenn man jetzt etwas sagt, dann breitet sich diese Welle im Raum aus und wird von den Wänden reflektiert und irgendwann stößt es zu meinen Ohren. Mhm. Ich könnte aber auch direkt, wenn du was sagst, auf mein Ohr stoßen, ohne vorher reflektiert zu werden. Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch schon Schall. Genau. Ohne Reflexion. Ja, also der Schall breitet sich mehr oder weniger kühl. Also sehe ich ein linguistisches Problem. Du arbeitest nicht in einem schallreduzierten Raum, sondern in einem schallreflexionsreduzierten Raum. Schall. Sehr schön. Aber es kann ist man diese Definition jetzt in Wikipedia reinschreiben, wenn man das so bitte, schön hat. Ich meine, wozu haben wir deutsche Sprache, wenn wir dann unkorrekt umeinander reden? Also wirklich, nein, das stimmt auch nicht ganz. Es ist ein reflektionsarmer Raum. Ups. Der Raum heißt offiziell... das ist der offizielle Begriff. Was habe ich gerade nochmal gesagt? Schallarmer Raum hast du gesagt. Nee, danach. Das Reflexionsarmer Raum. Genau, danke. Reflexionsarmer Raum. Die Reflexionen werden nämlich unterdrückt. Moment, da musst du aber dazu sagen, dass das Schallreflexionen sind. Könnten ja optische sein. Ja. Ach, jetzt wollen wir nicht dieses Bitnicking... Komisch, warum habt ihr keinen Spaß an? Das sieht man dir auch an. So richtig, er hatte gerade einen richtigen, ersten Moment. Ja. Den nehme ich jetzt sowas von auseinander, den Dennis. Aber ganz allein Frage jetzt, ja. Ja. Kann man das irgendwie machen, dass du sozusagen wie in so einem Horrorfilm, du bist in einem Raum und schreist aus Leibeskräften und es kommt nur so piep, 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 raus aus dir. Einfach geht das so irgendwie durch Anti-Schall-Lautsprecher, die sofort Gegenschwingungen erzeugen? Ja, es gibt eine sehr, sehr einfache Technik. Mhm. Allerdings ist die Nebenwirkung, dass du darin stirbst. Mhm. Und zwar nimmt man die ganze Luft raus. Dass du in einem Vakuum bist. Genau, in Vakuum. Mhm. Das ist das... Ja. Also vom lebensfrohen Aspekt. Ja. Aber auch für alle, die jetzt irgendwie lärmende Kinder oder Nachbarn haben, also so einen kleinen Vakuumraum bauen und dort könnte man sie dann in einem Schutzanzug schreien lassen. Geht auch viel billiger, einfach unter Wasser. Unter Wasser, ja. Ja, Moment, aber unter Wasser geht pflanzlich schon Schall fort. Ja, aber es wird ordentlich gedämpft. Ja, ja. Und in diesem Raum hört man auch nicht mehr so viel von draußen und umgekehrt ebenso. Das heißt also wenn du da schreist, kannst draußen nicht. Das ist das ideale Verhörzimmer für böse Polizeidiktatur. Ja, oder das perfekte Kinderzimmer. Also Erpressung, Verhörzimmer, die dunkle Seite. Ich bin schon beim Zweitbier, muss man sozusagen. Das Interessante ist auch, die haben dort einen Kunstkopf. Das ist. Hast du keinen zu Hause? Was ist ein Kunstkopf? Ich habe schon einen Kunstkopf zu Hause. Klärt's mich auf. Also ein Kunstkopf ist ein Gebilde, das den menschlichen Kopf nachbilden soll. Okay. Also aus Kunststoff hergestellt oder sonst was. Eine was? So wie eine Statue, wie ein Porträt? Ja, nur halt nicht besonders hübsch, sondern es geht nur um die Funktion. Die sie dort haben, ist sogar in Hautfarben. Aber wozu ist das gut? Bitte klär mich auf, ich kapiere es nicht. Es gibt dazu einen entsprechendes Mikrofon. Und wenn man dieses Mikrofon einem Menschen ins Ohr steckt, dann hört man, dann nimmt dieses Mikrofon dasselbe auf, wie der Mensch hört. Ja. Und wenn man das jetzt einem Kunstkopf aufsetzt, dann hat man eine etwas allgemeinere Art und Weise und eine etwas günstigere. Man muss da nicht die ganze Zeit eine Person sitzen haben, sondern kann mit dem Kunstkopf das Ganze aufnehmen. Ich stelle mir jetzt so einen Crash-Test-Dummy-Kopf vor mit zwei Radieschen in den Ohren oder halt so mit Mikrofonköpfen. Die Mikrofone sind so klein, okay, die sind also nicht Wahnsinn. So also die konnte man ins Ohr reinstecken. Mhm. Also die sind noch kleiner als die Kopfhörer, die man sich ins Ohr reinsteckt. Also du simulierst quasi das Hören eines Menschen. Das hat ein bisschen von Stethoskop so ähnlich aus, auch so ein Metall, nur man steckt es rein und man hört trotzdem alles. Aber der Sinn ist jetzt, dass wenn du jetzt eine Musik machst oder was sprichst, dass du dann sozusagen simulieren kannst, wie gut dich jemand echter hört, also ein Mensch oder was ist der tiefere Sinn von dem Kunstkopf? Noch allgemeiner, wenn man irgendetwas hört, wirklich irgendetwas, nimmt dieser dieses Mikrofon das auf, das steckt in dem Kunstkopf. Dieser Kunstkopf ist aus 10 Menschen sozusagen der Mittelwert. Mhm.
Das heißt also, im Allgemeinen sollte es passen. Entschuldigung, ich muss sagen, der ist schon aus Kunststoff oder das Hamster aus der Anatomie, aber leicht gefladert. Und der ist wirklich, ja, der ist schon, ich dachte, glaube ich, hoffentlich schon, dass er aus Kunststoff ist. Ja, das war jetzt, das gebe ich jetzt mal an mir raus. Also es ist im Prinzip nur eine Büste mit aus Kunststoff und hat das, das Mikrofon sozusagen in beiden Ohren. Mhm. Das nimmt dann Stereo auf. Mhm. Und das Interessante ist nun, wenn man das wieder abspielt, klingt das viel, viel echter, als wenn man ein ganz normales Mikrofon nehmen würde. Mhm. Okay. Das ist nämlich das Interessante. Ich habe nämlich vorher schon eine Aufnahme, die mit Hilfe eines Kunstkopfes und dieses Mikrofons aufgenommen worden ist, gehört, habe aufgesetzt und dachte, nanu, jetzt steht die Person gerade hinter mir. Mhm. Das war so verblüffend echt. Mhm. Ja. Also, und es wird nicht reichen, ein Stereo-Mikrofon einfach im richtigen Abstand der Ohren zu positionieren. Das reicht nicht, weil nämlich der Kopf ja gleichzeitig auch abschirmt. Okay. Und wir bekommen ja mit den Ohren nur von bestimmten Richtungen. Mhm. Von exakt vorne hört es sich halt ganz anders an. Also der Kunstkopf hat sehr genau nachgebildete Ohrrichter sozusagen. Man, der hat wirklich richtige Ohren sozusagen. Mhm. Die Augen sind nicht so wichtig, aber zum Beispiel Knochenbildung spielt auch eine Rolle, weil man bekommt ja auch Schall durch die Knochen übertragen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber es könnte durchaus sein, dass selbst das wichtig wäre. Mhm. Aber ich denke, dass es schon reicht, wenn der Schall einfach nur richtig zu den Ohren kommt. Wofür setzt man das ein? Ich stelle mir gerade so Hörspiele vor, kann man die besonders gut aufnehmen, dass das einfach realistischer klingt. Ist das ja, dafür unter anderem. Also ich weiß nicht, wie viele es einsetzen, aber zum Beispiel in der Forschung für Hörgeräte. Ach ja. Und könnten wir den Biertacher-Podcast dort aufnehmen, so für das optimale... Das wäre mal interessant, ja. In einfacherer Form fürs Einmessen von Dolby Surround-Anlagen. Ja, natürlich. Da kriegt man ja auch so ein bis zwei Mikrofone mitgeliefert, natürlich, je nachdem, wie genau das Ganze dann sein soll. Und da verwendet man auch so diese Anordnung. Interessant, ja. Wieder was dazu. Ja, diese Kopfhörer waren schon etwas Besonderes. Das waren sogenannte Elektrostaten. Mhm. Und direkt neben dem schallreduzierten Armenraum waren auch ein paar Elektrostaten-Lautsprecher aufgestellt. Und das ist das, worüber ich eigentlich reden wollte. Mhm. Wir arbeiten uns vor. Ja, wir arbeiten uns vor. Wir sind jetzt schon beim Thema. Jetzt sind wir endlich beim Thema. Und zwar, was wir hauptsächlich für Lautsprecher verwenden, sind sogenannte elektrodynamische Lautsprecher. Ja. Die erkennt man daran, kreisrund, mittendrin ist so ein Knubbel und drumherum Papier. Mhm. Das ist wirklich Papier. Papier? Ja, das ist wirklich Papier. Lautsprecher? Ja, Lautsprecher. Ich bin jetzt, stehe jetzt ein bisschen daneben, ein Lautsprecher ist für mich so eine Box. Ja, genau. Wenn du vorne den Stoffbezug abnimmst, ist Papier drin. Kannst du da mit dem Finger rein. Ja, da siehst du so eine Kugel und drumherum ist Papier. Die Kugel und die Kugel ist nur Papier. Schwarzes Papier. Schau es mal an. Das ist gespannt, das ist nicht so zusammenknallt. Ja. Okay. Du kannst es, wenn du die Lautsprecher aufdrehst und das Papier anfasst, dann spürst du sogar die. Ja, es gibt ja diese Leute, die mit der Zigarette reinrauchen und dann sich anschauen, wie der Rauch dann reflektiert wird. Okay. Ja. Und diese Lautsprecher haben ein ganz großes Problem, und zwar die sogenannte Impulstreue. Mhm. So, jetzt warte ich ein bisschen. Dämpfen ein bisschen oder was tun die Böses? Okay, du stellst sofort die Frage, interessant. Jetzt bin ich etwas irritiert. Stellst ihr die Frage? Naja, das ist genau die, schon eine gute Frage. Also die Impulstreue ist, also das Problem bei den Lautsprechern ist, wenn du ein Signal anlegst, ist dieser Lautsprecher nicht in der Lage, wenn das Signal sozusagen abklingt, stehen zu bleiben. Es geht wieder zurück. Er schwingt nach. Ja, genau. Weil es ja physikalischer Papier ist. Das schwingt. Genau. Ja. Also das ist auch noch zusätzlich so eine richtig schöne Masse, die dann... Mhm. Kann man da nicht so irgendwie so ein Fahrradbremsenartiges Gerät, das dann so das Schwingen ausschaltet? Ich habe da schon drüber nachgedacht, aber sowas gibt es zumindest noch nicht. Mhm.
Also man muss sich das so vorstellen, man fährt mit einem Fahrrad die Straße entlang, neben einem ein LKW und beide bremsen gleichzeitig. Mhm. Der LKW ist so ein richtig schöner 10-Tonner. Hat ein bisschen Masse. Hat ein bisschen Masse und wenn der ungünstig bremst, dann schleudert sogar sein Anhänger hinten dran so richtig zur Seite, ja, weil das so viel Masse hat. Und das ist so ein elektrodynamischer Lautsprecher, der hat halt so eine gigantische Masse. Während das Fahrrad, das hat keine Masse, man bremst, allerhöchstens fällt man selber. Aber was du jetzt sagst, bezieht sich darauf, dass ich ein Signal anlege, also einen Ton, und der plötzlich aufhört. Und du sagst praktisch, aufgrund der physikalischen Bauweise kann der nicht so schnell aufhören wie das Signal. Also er ist nicht treu, der schwingt nach. Richtig, das nennt man Impulstreue. Okay. Und es ist nicht nur so, wenn das Signal aufhört, sondern auch wenn das Signal sich ändert. Also ändert, ja. Immer braucht er ein bisschen, zum. Das heißt, der Sound ist dann irgendwie verwaschen, oder? Ja, da sind sozusagen hinten dran noch ein paar reduzierte Sinuswellen, die man aber als Mensch hören kann. Mhm. Also das ist ein Problem, was die meisten Menschen schon gewohnt sind. Man geht ja bei Lautsprechern oft in den Laden und sagt dann, sie klingen so kalt oder die klingen so schön warm. Und das sind dann Empfindungen, die Lautsprecher tatsächlich haben. Es ist nicht so, dass das irgendwie totaler Quatsch ist. Es gibt allerdings auch den anderen Effekt, und zwar die Qualität der Lautsprecher, die empfundene Qualität der Lautsprecher ist proportional zum Preis. Mhm. Also das heißt, je höher der Preis ist... Du würdest nie zugeben, dass du einen dauernden Lautsprecher schlechten Sound hörst. Genau, richtig. Ja, also das kommt auch noch hinzu. Aber diesen Effekt jetzt mal rausgerechnet... Mir kommt gerade die Blitzidee vielleicht, wenn ich meine Preise verzehnfache, habe ich keine unzufriedenen Kunden mehr. Try it. Try it, ja. Das stimmt. Du hast keine... Weil ich überhaupt keine Kunden mehr, aber ich habe auch keine Kunden mehr. Also diese Art von Lautsprecher, kann ich euch garantieren, hat jeder im Haus. Mhm. Also die schwingen, das, was wir zu Hause haben, schwingt alles nach. Ja. Und das heißt elektrodynamisch. Dynamisch, okay. Ja. Und du warst jetzt bei etwas, was elektrostatisch war. Genau, richtig. Was nicht nachschwingt. Richtig. Dann, wie tun die das? Ja, das ist kein Magnet drin, sondern es handelt sich dabei um ein anderes physikalisches Prinzip, und zwar ein Kondensator. Das heißt, ein Magnet, die meisten kennen Magneten, ist so eine komische Metallspule und hinten drin ist ein Stück Eisen und das ist jetzt ein Magnet und das zieht einen anderen Magneten an. Also der magnetische Nordpol, der in Wirklichkeit ja ein Südpol ist, aber wurscht. Solche Sachen sind Magnete und die elektrodynamischen funktionieren mit Hilfe von Magneten. Kennt man, wenn man schon mal so Boxen kaputt gemacht hat. Ja. Da sind kleine Magneten drin. Oder kennt man von Diskettenlaufwerken, die man kaputt gemacht hat. Da sind auch Magnete drin. Okay, und was ist jetzt da drin im Statischen? Da ist ein Kondensator drin. Und das ist ein gigantischer Kondensator. Ja, okay. Ein Kondensator. Das kennen die wenigsten, würde ich sagen. Noch ein Fahrrad kenne ich ihn da. Habe ich beim Fahrradleuchter habe ich einen Kondensator. Richtig, ja, genau. Buffert. Ja, da hat es einen anderen Effekt, und zwar möchtest du damit Energie speichern und anschließend länger leuchten zu können. Dafür werden Kondensatoren auch verwendet. Aber in diesem Fall geht es darum, diesen Kondensator zu verwenden, um Töne zu erzeugen. Mhm. Das funktioniert so, man hat, also ein Kondensator ist aus drei Schichten aufgebaut. Einmal ist es die Anode, die Kathode und dazwischen ist das sogenannte Dielektrikum. Und das Dielektrikum ist halt dazu da, um einen Widerstand zwischen den beiden aufzubauen. Damit er halt nicht. Aber was schwingt jetzt und macht den Ton? Das kapiere ich nicht. Das eine ist eine Kunststofffolie mit einem bestimmten Lack beschichtet. Und das andere ist eine Metallplatte oder Metall, also ein elektrischer Leiter. Und jetzt wird eines der beiden auf ca. 5000 Volt vorgeladen. Mhm.
Das hört sich schon schräg an. Ja, das merkt schon, ist nicht für einen Heimanwender. Doch, es ist total okay. Harmlos. Das ist so schwach, also wenn man anfasst, britzelt das ein bisschen. Wunderbar. Ja, das ist kein Strom, der da fließt. und die, das also die Metallschicht steht total unter Hochspannung. Ja, und der Lack wird dadurch angezogen? Oder? Doch nicht, da passiert ja, noch gar nichts. Das ist neutral für das ganze Gebilde. Beziehungsweise man kann, glaube ich, auch die Folie auf 5000 Volt. Also im Prinzip, die Spannung existiert dazwischen, nicht auf einem der beiden Polen. Ja. Das nennen wir nämlich sonst Potenzial. Also das Potenzial von einem liegt bei 5000 Volt, das andere hat okay, aber wie schwingt jetzt das und macht das den Ton? Das funktioniert so, dass das Signal jetzt angelegt wird auf eines der beiden. Es gibt da das invertierte und das nicht invertierte Verfahren, da gibt es ganz viele. Und dieses Signal sorgt dafür, dass die sich abstoßen oder anziehen. Nochmal, dadurch, dass du sozusagen elektrische Impulse in den Lautsprecher sendest, tut die Metallschicht die Lackschicht anziehen oder nicht? Also das andere Membran, also das Membran wird dadurch angezogen und abgestoßen. Okay, ich glaub's jetzt einfach. Ich kapiere noch nicht, warum man das jetzt anzieht. Also das ist die sogenannte Elektrostatik. Die ist eine Art Ziehungskraft. Ist das ist wo das Katzenfell rein? Ja, genau, richtig. Okay. Diese Kraft wird ausgenutzt sozusagen. Ja. Und die reagiert jetzt schneller und mit weniger Nachschwingen als die elektrodynamischen? Dieses Membran, diese Folie, ist ja federleicht. Die ist hauchdünn. Und die hat keine Eigenmasse sozusagen, die nachschwingen kann. Genau. Und dazwischen ist kein Strom, sondern eine sehr hohe Spannung und das ist impulstreu dadurch. Also die flattert nicht nach sozusagen. Genau, die flattert nicht nach, sondern die bleibt in der Position stehen. Und jetzt lass mich raten, so ein elektrostatischer Lautsprecher ist teurer als ein elektrodynamischer. Nicht ganz. Nicht ganz? Nein. Warum hat ihn da nicht jeder? Weil die haben sich nicht so richtig durchgesetzt. Denn ein Problem bei den Elektrostaten ist der Bass. Der Bass ist nur mit einem riesigen Membran von mehreren Metern Kantenlänge. Also 2 Meter Kantenlänge geht, glaube ich, schon einen guten Bass darzustellen. Aber ja, das ist ein kleines Problem, der Bass. Die meisten, die einen Elektrostaten meisten, die sich einen Elektrostaten hinstellen, haben noch daneben einen Subwoofer, um den Bass darzustellen. Für den Bass dann extra. Ja. Also die haben und beim Bass ist nicht so schlimm, wenn er nachwummert oder wenn man nicht den kauft. Man nimmt es ins Kauf. Es gibt auch Lautsprecher, die also elektrodynamische Lautsprecher, die annähernd impulstreu sind oder impulstreuer, müsste man sagen. Aber da gibt es keine Möglichkeit, die wirklich akkurat impulstreu hinzubekommen. Und deswegen verwendet man für impulstreue Dinge eher Elektrostaten. Es gibt übrigens auch elektrostatische Mikrofone. Die nehmen dann besser auf, oder? Ja, die nehmen impulstreu auf. Und da hat es sich schon durchgesetzt. Also beim Aufnahmen will man die hohe Qualität, auch wenn es da Punkte dann nicht abspielen kann, mangels gutem Equipment. Ja, also, weil die Quelle, die muss... Ja, ganz gut sein, Das ist so wie beim Shannon-Theorem. Informationskanal. Also, nicht rein, nicht raus, oder was? Das Shannon-Theorem ist eins, dass die Frequenz doppelt so hoch sein muss als die Abtastrate. Die Abtastrate doppelt so hoch ist wie das Signal. Okay, aber es macht Sinn, dass du gut aufnimmst und schlecht abspielst. Umgekehrt wäre es blöd, ne? Ja, genau. Ja. Cool, aus Schlechten kann man nichts Besseres machen, aus Besserem kann man schlechtere Sachen machen. Aber jetzt noch die totale als Banause zum Nerd-Frage. Und ist das jetzt cool, sozusagen in einem Raum sitzen, wo elektrostatische Lautsprecher sind? Also hört man da irgendwas jetzt wirklich besser? Also was die Höhen anbelangt, ist das... Der Dennis hat jetzt einen leicht verklärten Blick. Ja, normalerweise würde ich sowas nicht sagen, voll geil. Also ist das näher an der Live... Musikaufnahme, also an der Live-Musik dran sozusagen, als wenn du anders deine Musik hörst.
Ja, eine nein. Aufgezeichnete. Es kommt auch auf den Raum drauf an. Mhm. Und wenn der Raum halt schlecht ist, dann kann man auch in einem schlechten Konzertsaal nicht diesen Genuss empfinden, mhm. wie mit elektrodynamischen, während, ja, also sehr gute Aufnahmen sind wirklich, man genießt sie wesentlich mehr. Also es hört sich richtig echt an. Und das Interessante ist, wenn man eine Stereoaufnahme hat, kann man diesen Stereoeffekt noch wesentlich besser hören als mit elektrodynamischen. Also man kann wirklich sehr genau einordnen, wo also du hast ein besseres räumliches Hörvermögen sozusagen. Ja. Also cool, das, und das nur bei Stereo. Und das reicht eigentlich auch aus. Stereo, also ich halte nichts von Dolby. Für mich ist Stereo schon wesentlich angenehmer und Mono kann ich auch eher mitleben. Und gibt es jetzt für meine Computerspiele, wo ich ab und zu einen Stereo-Effekt habe, elektrostatische Kopfhörer? Ja, die gibt es auch. Und die sind ein bisschen teurer, oder? Ja, also das Equipment kostet schon ein paar tausend Euro. Ja. Aber für Counter-Strike spielen, ne, dass ich besser rauskriege. weil das Problem ist nicht nur, dass du die Kopfhörer auf dem Kopf hast. Ich sagte, glaube ich, schon 5000 Volt. Und die muss man erstmal haben. Ich brauche auch mehr Strom, um die zu betreiben, oder? Nee, mehr Strom nicht, sondern weniger. Also der Strom, der Verstärker funktioniert nicht so, wie man es kennt. Oh, da kommt richtig viel Saft raus, sondern die Spannung ist dementsprechend hoch. Und so ein Verstärker muss man auch erstmal haben. Und der kostet halt auch nochmal sein Geld. Der Computer hat zwar Ausgänge, da kommt genug raus. Kann ich dann wenigstens gleichzeitig diese Glaskugel betreiben, wo ich die Hand drauf lege und dann kann man so Blitze? Oder ist das ein anderes Phänomen? Da stellst du mir eine Frage. Okay, das ist ein anderes, ich weiß nicht. Kann man wenn ich schon kaufen möchte, ich auch seine Glaskugel haben. Das ist ein Plasma, da brauchst du auch eine hohe Spannung, aber da brauchst du ein bisschen mehr Leistung, um durchzukommen wahrscheinlich. Ja. Aber so, weiß nicht. Also als Faustregel gilt, bei normaler Luft braucht man circa, was war das, 1000 Volt oder 10.000 Volt pro Zentimeter. Die sind nicht luftgefüllt, da ist irgendwas anderes drin. Ja, aber bei Kopfhörern, ja. Okay, vielleicht, ich glaub, wenn du einen Trend kaufen musst. Ja. Wenn du einen sehr kleinen Kopf hast, könnte es sein, dass es ein bisschen britzelt. Könntest du nicht was erfinden, wo ich so eine Art Helm habe, wo ich das höre und dann kommen so Blitze raus und ich höre so in einem kleinen Privatgewitter? Einfach um im Dunkeln um cool auszuschauen. Ja, dann brauchst du noch ein Bösewicht lachen dazu. Wäre so Mozart im Hintergrund. Habe ich heute in der ersten halben Stunde irgendwas versäumt? Nicht für dich. Naja, wir haben nur in der ersten Stunde. Also, Fazit: es ist geil, um dich zu zitieren, elektrostatisches Equipment zu haben. Ja, okay, also, das ist Konzept. Es kostet, die Lautsprecher kosten so 600 Euro, glaube ich. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob pro Stück oder einen Satz. Man kann sie sich sogar selber bauen, weil das meiste hat man bereits zu Hause. Also Frischhaltefolie, den Lack, Nagellack könnte tatsächlich gehen. Und ansonsten holt man sich halt noch ein. Mein selbstgebauter ist billiger oder zahlt man trotzdem? Ja, der ist auf jeden Fall günstiger, weil Haushaltsrolle ist, glaube ich, nicht so teuer, oder? Nagellack, okay, das könnte ein bisschen teurer sein. Und der Draht, den man spannt, immer hin und her. Und rund um das Boxen selber bauen gibt es auch eine ganze Maker-Szene. Okay. Ja, ja, das gibt es. Ja, das wollte ich halt zu den ausgefallenen Sachen, die ich sowieso immer mitbringe, auch mal sagen. Ich habe was gelernt, vielen Dank. Und Kunstkopf, auch ein neues Vokabel. Stimmt. Ich kann den ganzen Abend lang sagen. Kunstkopf. Ich glaube, beim nächsten Podcaster treffen können wir einfetzen. Was? Ihr nehmt es ohne Kunstkopf auf? Wahrscheinlich elektrodynamisch auch noch hier wappeln. Loser. Jojo. Stefan, du hast dein Nerd-Thema noch. Ich habe einen Podcast gehört. Ja. Moment, das ist aber nicht speziell nerdig. Ich meine das. Ich hoffe, es war der Biertaucher. Ja, alle Folgen. Yeah! Hey, Stefan. Ich kann nur sagen, wem es gefällt. Das ist unsere inoffizielle Tagline auch. Das ist ein Rat. Ich hätte gerne einen großen Eiran, bitte. Hm? Ja, ich mal inspirieren lassen. Und noch einen großen.
Und ich kann auch einen Podcast empfehlen, aber doch einen anderen. Den Podrunner-Podcast. Ja. Podrunner. Nachdem es ja hier Leute gibt, die hin und wieder laufen gehen, zumindest wurde das in anderen Folgen behauptet. So lange empfehle ich den Podrunner-Podcast. Okay. Laufen, ja. Wir schauen jetzt alle drei schuldbewusst auf unsere. Also, auch das ist eine interessante Nische, aber mit echt lauftauglicher Musik. Okay. Die bringen in jeder Folge eine Episode mit einem gewissen Tempo raus oder mit einer gewissen Tempoabfolge. Das heißt, das kannst du beim Laufen hören? Das ist die Idee dahinter, dass du es beim Laufen hörst. Mhm. Und je nachdem, wie fit du bist, mit einer unterschiedlichen, wie sagt man, die BPMs, was ist da der richtige Ausdruck dafür? BPM. Ja, aber ich meine Geschwindigkeit, Frequenz, Taktfrequenz wahrscheinlich. Ne? Ja, ich würde sagen Schritt pro Minute. Ja, auf das mappt es dann halt hin, nicht? Je nachdem, wie schnell man halt laufen will. Und dann gibt es auch so welche mit Steigerung drin und so Sachen. Also der Podrunner-Podcast ist da ganz nett. Der hört sich aber hoffentlich nicht an. Die müssen dann auch unterschiedliche Länge haben, je nach Trainingseinheit, die sie anhören. Es gibt halbstündige und es gibt stündige, aber man kann ja auch einen mehrfach hören, wenn man jetzt meint, man muss 2 Stunden oder 3 Stunden. Aber das ist jetzt nicht, wie heißt das, Full Metal Jacket? Nein, ist es nicht. Okay. Aber sehr nett. Kann ich empfehlen. Habe ich schon einiges gehört von denen. Und ist Musik oder auch gesprochen dann während den Episoden? Oder wie ist es ist eigentlich immer nur Musik. Bei manchen gibt es Anleitung im Hinblick auf, was denn als nächstes kommt. Also so Sachen wie jetzt nur Auslaufen oder sowas in die Richtung, bei denen die mehr ein Laufprogramm abbilden und nicht nur kontinuierliches Laufen sind. Also das ist spannend. Das ist ganz nett. Und das andere, mit dem Hören von den vielen Episoden bin ich auch auf was gestoßen, wo ich nicht ganz so glücklich war damit, was gesagt worden ist. Da möchte ich mich noch ein bisschen drüber ausbreiten. Das ist das Thema LaTeX oder eigentlich Tech und LaTeX. Ich glaube, irgendwo ist dann gesagt worden, LaTeX ist vom Herrn Knut geschrieben worden. Nö, nein, das war das Tech. LaTeX ist vom Leslie Lamport, eine Makrosammlung auf dem LaTeX aufbauen. Was ist das Ganze überhaupt? LaTeX auf Tech aufbauen. Ja. Ja. Okay. Das ist ein Desktop-Publishing-Programm, könnte man sagen. Das ist aber mit der, für Nerds, ne? Mit der Besonderheit, dass man nicht Klickibunti hat, sondern dass man den Text und das Layout codet. Und was aber ganz nett dran ist, dass das in letzter Zeit wieder an einigen Ecken hübsche Verbreitung findet. Ich sag nur 2 Beispiele dazu. Das eine ist das Thema Math-Checks. Also wenn man mathematische Folgen ins Web bringen will, dann wird man davon HTML ziemlich im Stich gelassen, weil das einfach nicht dafür vorgesehen ist. Es gibt MathML, aber wer will das schon benutzen? Das macht auch nicht viel mehr Spaß und außerdem hat man tendenziell, wenn man eben wissenschaftlich arbeitet in dem Bereich, hat man das meiste wahrscheinlich eher als LaTeX zur Verfügung und nicht in MathML, das ist ja so ein XML Derivat, ne? Ja, es basiert auf XML und es ist... Und die Implementierung ist, glaube ich, auch eher brüchig, falls sie überhaupt noch funktioniert. Ich habe es lange nicht mehr ausprobiert in Browsern. Also es gibt dieses MathChecks, das ist eine LaTeX-Implementierung in JavaScript, sodass man dann wirklich 1:1 die LaTeX-Formeln, wie man sie in den Skripten verwendet, auch ins Web bringen kann und der Browser rendert das on the fly dann sogar in HTML hinaus. Natürlich in etwas mühseliges HTML, aber es schaut echt gut aus. Cool. Das ist eine Sache, also wenn man Formeln ins Web bringen will, MathChecks. Auch der DokuWiki unterstützt das, soweit ich mich erinnere, und so weiter. Das ist das eine. Die machen aber daraus Bilder. Das MathChecks, glaube ich, kann beides. Achso, Entschuldigung, kann Bilder und das ist ein Plugin fürs DokuWiki. Ja, ich habe jetzt an MediaWiki gedacht. Es gibt auch DokuWiki-Plugins, glaube ich, die direkt LaTeX irgendwas machen können. LaTeX-Export oder... Ja, Export, ja, das ist die andere Richtung. Und das Zweite, was man jetzt unter die Finger gekommen ist, ist ein Markdown-Dialekt, der heißt R-Markdown, also der Buchstabe R davor und dann Markdown. Für diese jetzt wieder erklären, was das alles heißt. Markdown ist eine Textauszeichnungssprache, so ähnlich wie HTML, nur kann es viel weniger und hat ist daher viel leichter zu eigentlich nicht rein. Ähnlich wie HTML gerade. Nein, das eigentlich ist nicht besser eigentlich als HTML. Im Sinne dessen, dass im Text deklariert ist, wie denn die Textauszeichnung sein soll. Ja, was ich an Markdown so gern mag, ist, dass es eigentlich wieder Markdown natürlich aussieht. Ja. Also,
Da haben sie daher, sich bemüht, ja. Daher würde ich es nicht gerade als... Und dieses R hat jetzt nichts mit Perl zu tun, auch wenn da ein R vorkommt, das man fast nicht ausspricht, sondern das hat natürlich mit der Programmiersprache R zu tun. Ah. Und diese Programmiersprache R ist eine, die geschrieben ist für Statistikanwendungen. Mhm. Also wenn man Statistik nicht klickibunti in SPSS machen will, sondern programmieren will, dann ist R die Sprache der Wahl. Und das R... Markdown ist jetzt R eingebettet in Markdown-Files. Also so wie man es beim ERB kennt, Ruby eingebettet in HTML oder beim PHP kennt, PHP eingebettet in HTML oder wer ist da eigentlich in wen eingebettet? Ja. So ist da jetzt die Sprache R eingebettet in Markdown. Lässt sich das R dann auch ausführen? Und dieses R Markdown kann man dann durch einen Preprozessor jagen, nämlich R. Der führt das aus und dann kommt aus dem R, aus dem Code entweder Ergebnisse raus in Zahlen oder in Text oder Diagramme. R ist nämlich auch ganz gut in Diagrammen. Und dann kann man das in zwei Sachen ausgeben lassen. Das eine ist LaTeX-Files. Das heißt also, wenn man statistische Ergebnisse in ein Dokument bringen will, in eine wissenschaftliche Arbeit reinbringen will, dann muss man es nicht mit Copy and Paste rüber kopieren, sondern man kann es in R Markdown schreiben, dem R die Aufgabe übergeben, dass das sich jetzt eine Datenbank verbinden soll, die Daten holen soll und das Ergebnis, das dann entstanden ist, soll dann in das LaTeX-Skript rauswandern. Das ist der eine Ansatz, der ganz hübsch ist. Sehr nette Sache. Und der zweite Ansatz, wo es raus hingehen kann, ist HTML. Und natürlich in Richtung Ruby und Ruby on Rails. Also das kann auch in Vue hinaus rendern. Da gibt es auch eine Ausgabe dafür. Also man kriegt auf die Art und Weise wirkliche Statistik in Webanwendungen herüber. Und das ist sehr nett. Habe ich lustig gefunden, dass das Projekt, das ist gerade, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr begonnen. Und das Tech ist aus den späten 60ern. Und das LaTeX ist, glaube ich, aus den 70ern. Also echt altes Zeug. LaTeX ist, glaube ich, aus den 80ern. Ist 80er erst? Ja. Habe ich schon in den 80ern verwendet. Echt, so alt ist nur so alt. Der hat das noch älter. Müssen wir mal nachschauen. Auf jeden Fall, also dieses Coden von also textschöner Coden mit LaTeX und jetzt auch mit R. Und jetzt auch mit R-Statistik und hübsche Diagramme hinein und so weiter. Zum Markdown muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es gleich von Aaron Schwarz auch mitentwickelt wurde. Yep. Und das Zweite... Woher ist er bekannt? Und das Zweite ist, dass... keine Antwort. Das kannst du selber geben. Und das Zweite ist... Unsere Hörer machen wir das dann auch, oder? Mach das bitte, ja. Und wer war Aaron Schwarz? Lass mich meinen zweiten Punkt noch sagen, bitte. Das Zweite ist, was man zum Markdown sagen muss, dass du einfach im Markdown, wenn es dich überkommt, übergangslos HTML coden kannst und das funktioniert, was sehr praktisch ist. Also du musst nicht irgendwie sagen, wie bei DokuWiki, das ist jetzt ein HTML-Part, sondern du codest einfach deinen HTML-Block hinein und das Markdown ist sozusagen HTML-kompatibel. Schön. Du wolltest erklären, wer Aaron Schwarz ist, was eigentlich nicht oft genug wieder... Moment, ich glaube, das ist der Schauspieler aus Breaking Bad, Aaron. Fast. Nee, der ist Aaron Paul. Schwarz ist nur die Familie von. Nein, war das nicht Wyatt? Nein, es gab ja noch Grey Matters, das Unternehmen Grey Matters, welches dann. Liebe Hörer, falls Sie jetzt das Gefühl haben, das Niveau sinkt und ähnlich, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt noch der einzige tapfere Biertrinker, außer der Stefan, der hat einen Radler noch in Reserve. Und alle anderen trinken, glaube ich, jetzt wässriges Salzjoghurt. Habe ich das richtig erfasst? Ayran, ja. So. Also es schaut aus, als trinken sie alle Milch. Vollmilch. Ja, Vollmilch ist gut, das ist ja. Okay. Wie auch immer. Aaron Schwarz, bitte einfach. Er ist der Einzige, der jetzt noch nüchtern ist. Er hat zwei Bier schon. Ich bin beim Zweitbier. Ja. Nicht zwei Bier hinter mir. Einen Lall. Na gut. Was als nächstes? Hm? Ich kann was erzählen über den Stefan. Mach das mal. Okay, also ich hatte eine, wie das so ist als Selbstständiger, ich hatte einen nicht so guten Tag, genau gesagt ein Wochenende. Also am Freitag ist mein sehr guter Kunde gekündigt, also er war da und dann am Samstag habe ich eine E-Mail gekriegt von seinem Vater, ja, der kommt jetzt nicht mehr, was mir sehr wehgetan hat, weil, oder sehr traurig gestimmt hat, weil der halt
über ein Jahr da war und jetzt endlich so weit war, dass er vernünftig coden konnte. Und das heißt, alle meine Hoffnungen mit dem gescheite Projekte zu machen sind weg. Und am Montag darauf, also gestern, sind von 3 Kunden einer gekommen und einer hat auch, also der hat gesagt, ja, den freut es jetzt nicht, bei anderen habe ich nicht all was gehört. Also ich habe sozusagen an einem Wochenende 3 Kunden verloren, was mich als Kleinunternehmer mit einer überschaubaren Anzahl von Kunden sehr trifft. Und dann war ich gerade so in der in dieser Stimmung, mein Leben läuft in die falsche Bahn und ich sollte vielleicht doch in einem Konzern als Konzernsklave irgendwo 14 Mal im Jahr ein Gehalt kriegen für eine Arbeit, die ich verabscheue. Und dann ist aber was Gutes passiert, weil dann hat der Stefan, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, hat so getweetet: Wollen Sie programmieren lernen? Gehen Sie zu Horst Jens. Und ich dachte, boah, das ist aber süß, dass er das macht. Und er hat mich richtig aufgebaut, so aus einer Depot-Stimmung. Und dann ist etwas extrem Seltsames passiert. Dieser Tweet wurde retweetet von allen möglichen Leuten, die ich nur sehr locker kenne. Und ich habe gedacht, ich hätte mich A, nie getraut, so einen Direktwerbung-Tweet überhaupt zu verfassen. Und B, was für Leute retweeten das? Aber es hat mir auf jeden Fall extrem gut getan und ich finde, das ist sehr nett. Danke, Stefan. Unter anderem von einer Firma, die sich auf den Vertrieb von Raspberry Pis und anderen Gameboards. Ich nehme an, das sind lauter Leute, die einen Arsch kriechen wollen. Nein. Das ist die einzige logische Erklärung. Das war nicht die gute Aussage gegenüber zukünftigen Kunden. Warum sollten Sie sowas mal überlegen? Doch, ob man nicht einen Podcast schneiden sollte. Ja, okay. Willkommen zurück hier im Podcast. Wir hatten leider eine kleine technische Störung. Okay, um das Maß voll zu machen, werde ich jetzt noch etwas tun. Ich mache jetzt noch Werbung für meinen Konkurrenten. Ja, das ist... Ja, und zwar, ich habe endlich in Wien einen Konkurrenten, nämlich, das ist richtig aussprechen, Logischool, und den habe ich heute getroffen. Sehr netter Typ. Und zuerst, ich bin so mit gemischten Gefühlen hingegangen. Ich habe bis jetzt irgendwie das auch ganz genossen, dass ich da sozusagen der Einzige bin in Wien, der für Kinder Programmierkurse anbietet, und dass mir die Kunden dann sagen, wir haben nur Sie gefunden, anscheinend gibt es da niemanden. Und ich sage, jetzt sind Sie an der richtigen Adresse. Und habe ich mir den halt heute angeschaut und zuerst habe ich gedacht, der nimmt mir jetzt die Kunden weg, vielleicht macht er alles besser als ich. Und auf jeden Fall, wir haben uns dann eh ganz gut verstanden und er hat halt ein anderes Konzept. Und das Interessante ist, was er mir erzählt hat, in Ungarn ist dieses Logischool-Konzept aufgekommen, weil dort, wenn ich es jetzt richtig nacherzähle, ein Ehepaar war dort unbegeistert, dass die Staat Ungarn sozusagen den offiziellen Informatikunterricht gestrichen hat aus Budgetgründen, und dann haben sie halt das selber in Eigeninitiative für Kinder aufgemacht und das hat dann enorm Nachfrage erzeugt und die haben jetzt expandiert in alle ungarischen Städte und er ist halt jetzt ein Lizenznehmer und versucht das nach Österreich zu bringen. Also ein Franchise. Ein Franchise-Nehmer, ja. Und übernimmt halt den ihre entwickelten Konzepte und so und versucht halt hier sozusagen mit Masse und einem sozusagen fertigen Konzept, also After-School-Programmierunterricht anzubieten. Und warum sollten wir jetzt zu ihm gehen und nicht zu dir? Also ich finde überhaupt, dass man zu mir gehen sollte, aber angenommen, ich nehme einen gerade nicht, zum Beispiel habe ich nehme ich die Kinder erst ab 9 Jahre und nicht jünger, weil das halt mit meinem Unterrichtsstil vorher nicht besonders gut funktioniert. Und er nimmt es ab 7, also das kann man durchaus sozusagen den Markt. Mit 9 Karten nimmst du sie dann auch? Mit 9 nehme ich sie. Und bei ihm geht es auch um Spieleprogrammierung? Naja, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, weil ich nicht so genau einfach unter Logischool nachschauen, was er mir gesagt hat, geht es um Programmierung allgemein und um Scratch. Okay. Aber ich nehme an, wenn man mit Scratch arbeitet, macht man naturgemäß auch Spiele damit. Mhm. Also bei mir geht es eher dezidiert um Spieleprogrammierung. Ja. Mhm. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall war für mich ein sehr angenehmes Erlebnis, einen Mitbewerb zu besuchen, überhaupt erst einmal überhaupt einen Mitbewerber zu haben, weil das ganz lustig ist, dann kann man gewisse Sachen wie Helikoptereltern oder so Sachen halt tratschen und es versteht endlich einer. Und das andere war, dass so drauf kommt, der ist eigentlich ein ganz netter Typ und so. Dafür gibt es aus Holland einen neuen Namen, dort sagt man nicht mehr Helikoptereltern, sondern Curling-Eltern, was das Ganze, finde ich, noch besser trifft.
Jetzt musst du mal erklären, was Curling ist. Curling ist eine Sportart, also ja, sogar olympisch, eine Wintersportart. Da wirfst du so wie ein Eisstock hin, gegen so in Richtung zu einer Scheibe. Und damit das mit der Geschwindigkeit von dem Stock passt, gibt es einen, der vor dem Stock herrutscht und schrubbelt wie ein Wilder. Und das sind die Helikopter. Und das sind jetzt die Eltern, die den Weg vor dem Kind ja, noch, finde ich, einen echt das schönen der kleine Puck auf einer gemachten Eisfläche. Die schrubbeln die Lebensbahn. Ja, wirklich nicht. Curly ist immer bekannter geworden, dieses Curly. Da gibt es eine richtige, immer größer werdende Fanbase. Kann man das in Österreich eigentlich irgendwo spielen? Kann ich schon mal gesehen. Ja. Ein Freund von mir spielt das vereinsmäßig. Also das glaube, ist, wie machen die das im Sommer dann oder wenn es nicht? Haben die eigene Curling-Eisbahnen oder? Da gehen sie mit dem Rechen so auf Gras. Ich meine, es gibt ja auch Eishallen in Österreich, die das ganze Jahr in Betrieb sind. Mhm. Also ich glaube, die Schulzhalle ist das ganze Jahr. Dann jetzt, glaube ich, auch wieder die eine jetzt funktionieren auch, glaube ich, wieder alle in der Stadthalle. Eine in St. Pölten. Denen ist gerade letztens das Ammoniak ausgelaufen, aber sonst geht es dort auch. Also ein paar Hallen gibt es in Österreich, wo es das ganze Jahr auch gibt. Aber ich bin eigentlich vollkommen falsch abgebogen. Ich wollte an die Spieleprogrammierung von dir anschließen. Bitte. Mit einem Spiel, dass ich zwar schon einige Zeit nicht mehr gespielt habe, aber auch hauptsächlich nur deswegen, um nicht wieder der Sucht anheimzufallen. Das nennt sich Aura Lux, also geschrieben Aura Lux. Ist ein Spiel, das gibt es, soweit ich weiß, nur unter Android und unter Windows. Ich habe jetzt gelesen, sie portieren das gerade auch ins Web, sodass man es einfach im Browser spielen kann. Es ist ein extrem einfaches Spielprinzip. Das kann man wahrscheinlich mündlich sogar schwieriger erklären, als wenn man das Demo mit ihnen durchspielt. Man braucht 1-2 Minuten, dann hat man alle Konzepte einmal gesehen und ab dann ist man in Stunden oder Tage wie ich gefesselt und das lässt einen nicht mehr los. Um was geht's? Worum geht's jetzt genau, ja. Man besitzt am Anfang einen Stern oder eine Sonne, heißt es dort in der Diktion, die produziert in der Sekunde eine Einheit. Es kommt so ein kleines Punktel pro Sekunde raus. Und wenn man 100 Punkte auf eine noch nicht besetzte Sonne schickt, dann gehört die einem auch. Ah, ist das so ein Star-Takeover Management? Genau, ganz genau. Und das spielt man dann eben. Ist in Echtzeit dann, oder? Das ist alles Echtzeit. Okay. Man spielt zurzeit gegen 1 bis 3 Computergegner, wenn ich es richtig im Kopf habe. In Zukunft dann wird es auch Multiplayer werden. Das ist aber eben noch nicht heraus. Und es ist dieses unglaublich einfache Spielprinzip, das einen dann echt strategisch... Also du sammelst eine Armee und gehst irgendwo hin und hoffst, dass du nicht im Gegenzug am Planeten verlierst. Genau, ja. Beziehungsweise kann man dann auch die Sonnen der anderen angreifen. Also wenn man da so rund 200 Einheiten auf eine besetzte drauf wirft, dann hat man den dort eliminiert und kann die dann selber besetzen. Außer er hat dort eine stärkere Armee, ne? Nein, nach 200 ist die dort weg, weil mehr als 200 hat er dort nicht auf der Sonne sitzen. Er kann noch welche dort hinschicken von seinen anderen, dann kann er dort wieder damit aggregieren. Also es ist einfach faszinierend. Reinschauen, Aura Lux. Aber du hast Aura nicht Lux. Verschiedene Einheiten oder so, du hast nein, nur, es gibt nur eine Standardraumschiffe und es gibt Sonnen. Das Einzige, was es noch gibt, was ich noch nicht gesagt habe, ist Sonnen. Es gibt Sonnen, die upgradebar sind auf 2 und dann weiter auf 3 Units pro Sekunde, die sie produzieren können. Das war es aber jetzt wirklich schon. Mehr ist dann wirklich nicht an Spielekonzern. Aber es ist nicht so, dass so ein Spiel extrem schnell kippt, weil sobald du mal die Mehrheit der Planetensysteme hast, kannst du den anderen ausproduzieren. Das ist auch kein sehr langes Spiel. Also so ein Spiel dauert zwischen 3-4 und 15 Minuten, wenn man die optimale Strategie kennt. Man kann sich natürlich wieder spoilen, indem man im Internet nachschaut, wie es andere lösen. Und dann gibt's auch, wenn man dann gelangweilt ist vom ursprünglichen Spiel, wenn man alle durchgespielt hat, dann kann man das Ganze in schneller spielen, damit wird's ein bisschen schwieriger. Und dann gibt's noch einen dritten Level, dann kriegt man selbst nicht eine Unit pro Sekunde, sondern nur mehr, ich weiß nicht, 0,8 irgendwie. Also hast dann Malus gegen die AI. Also man hat einen Malus gegen die AI. Wenn du so clever bist, besiegst du sie. Ja, ich nicht. Ah, okay.
Und das finde ich irgendwie dann auch unfair, aber Gott, das ist... Und jedes Look, wenn ich es jetzt mal, oder jede Einheit, die man bekommt, wird sofort woanders hingeschickt? Nein, die entsteht dort, du kannst sie woanders hinschicken. Du kannst per Geste einen Kreis ziehen, einen Kreis aufziehen und dann woanders hintappen, dann werden die dort hingeschickt. Mhm. Die haben aber nur eine ziemlich begrenzte Reisegeschwindigkeit, also Lichtgeschwindigkeit. Dann langsam darüber, na, keineswegs Lichtgeschwindigkeit. Also das dauert manchmal so quer über das Spielfeld, das dauert schon so eine halbe Minute oder so. Mhm. Und damit kommt auch die Strategiekomponente rein, dass man so die Reisezeiten mit berücksichtigt. Mhm. Das heißt also, auf der Sonne wird das nicht wird das gespeichert? Es ist eine 2D-Welt und solange es nur ausgestoßen wird, hat die kaum Eigenimpuls, wird von niemandem angezogen und abgestoßen, dieses Teilchen, und das schwebt dort so ein bisschen herum und man kann es dann woanders hinschicken. Und wenn jetzt 200 von einem anderen, gehen meine dadurch kaputt? Oder kann ich die noch woanders hinschicken? Die sind dann, also wenn du sie, wenn du 100 auf einen nicht besetzten schickst, dann gehört er dir und die verschwinden, die gehen dann in dem Stern sozusagen auf. Mhm. Und wenn jetzt ein anderer 200 da drauf schickt, dann hat er dich dort vernichtet und deine 100 sind dann weg gegen seine 100. Also die annihilieren sich sozusagen. Mhm. Und das heißt also, es ist egal, wie viele ich selber dort gerade habe, wenn er 200 innerhalb des Spiels irgendwann mal nach und nach hinschickt. Wenn du noch rechtzeitig welche hinschickst oder noch rechtzeitig dazu produziert hast, weil du ja laufend nachproduzierst, dann kannst du doch noch rechtzeitig schnell genug das Übergewicht dort bekommen. Ah, also es geht auch um Gleichgewicht. Es geht um Gleichgewicht. Gut. Und es ist auch so, wenn der andere dir nur 50 hinschickt, dann bist du halb kaputt sozusagen. Also dir gehört er noch, du produzierst noch immer 1 pro Sekunde, aber du bist schon zur Hälfte dort weg und solltest die nächsten 50 vielleicht investieren, um dich wieder auf Normalstand zu bringen. Also du kannst die du gerade produziert hast, auch wieder investieren in deinen eigenen Gesundheitszustand. Also im Prinzip ist das dasselbe Spielprinzip wie bei Euphloria, glaube ich, heißt das für Android, oder bei K-Galaxy für den KDE. Das erste, was du genannt hast, ist das sowas mit Bäumen? Da wachsen Bäume auf einem Planeten. Wurde genannt, dass das ähnlich sei. Ich habe das noch nicht gespielt, aber das wurde mir auch schon genannt. Ich habe das mal bei einem Humble Bundle bekommen und auch gespielt. Aber leider nicht durch, aber es wurde irgendwann auch extrem schwer. Es hat auch nur ganz einfachen Sound, aber mit Kopfhörern ging das trotzdem sehr nett. Also vielleicht so ähnlich, der Sound vergleichbar mit diesem Osmo. Das kennen auch manche, das hat auch so einen leicht magischen, aber doch einfachen Sound. Das ist auch sehr nett. Aber das hört sich nur gut mit Elektrostaten an. Ja, genau. Ja, das gibt es im Mobil leider nicht. Jupp. Das war mein Spieletipp. Ja. Aura Lux oder Aura Lux. Ich möchte auch noch zwei Spiele quasi verrissen. Jetzt möchte ich noch einen kurzen positiven Tipp auch geben. Ich habe gespielt die letzten Tage Cloud Chasers. Kostet 3,50 €, gibt es im Android Play Store zu kaufen. Und ich habe schon im Podcast darüber gehört, dass das ganz nett sein kann und ist ein Roguelike-Spiel. Und du spielst deinen Vater und deine Tochter in einer postapokalyptischen Welt, wo es sehr wenig Wasser gibt. Und du ziehst, glaube ich, du ziehst von San Francisco auf. Also eben möchtest du, startest von einer Stadt, ziehst durch eine Wüste durch und musst so 3-4 Stationen erreichen und am Ende wartet so eine Wolkenstadt, wo angeblich, man weiß es nicht genau, alles besser ist. Und das Spiel hat einen sehr feinen Ton und es ist auch wirklich, es hat mich jetzt 4 Tage beschäftigt, nach 4 Tagen habe ich es durchgespielt gehabt und das war für den Preis halt sehr perfekt. Es ist sehr stimmungsvoll, es hat einen sehr schönen Soundtrack, es gibt so alte, also langsame, klingende Western-Gitarren, halt so wie bei Jim Jarmusch. Und wenn du die Stadt verlässt, dann hast du ein Spielfeld, das von links nach rechts scrollt. Du hast ein paar Berge drinnen und du kannst einen Vogel ausschicken, der so einen Kreis um dich, also einen Radius um dich erkundet. Und dann tauchen so Sachen auf wie Höhlen oder Pflanzen oder abgestürzte Flugzeuge oder abgestürzte oder stehengebliebene Trucks oder solche Sachen. Die kannst du dann plündern, oder? Die kannst du dann kommen halt diese Events und diese Events sind aber immer als Text dargestellt. Und der Text, du hast halt eine Geschichte zum Beispiel, du siehst einen Truck, da ist eine Frau eingesperrt, was machst du? Ja?
Und diese Events geben dir Inventory. Inventory kann sein eine warme Decke oder zum Beispiel Wasser, was natürlich sehr wertvoll ist. Oder zum Beispiel eine Waffe, damit du dir Sachen jagen kannst und so. Und das Spiel zeichnet ein bisschen aus, dass es sehr friedlich gestaltet ist, weil auch wenn du Waffen bekommst oder so, es kommt eigentlich während diesen ganzen Events nie zu Auseinandersetzungen, wo du jetzt selber aktiv irgendwie die Waffe benutzt, sondern benutzt das meistens nur zum Jagen. Es gibt auch ein Action-Element, weil über dieses Spielfeld von links nach rechts ziehen so Wolken. Mhm. Und diesen Wolken reist du nach. Ja? Mhm. Und der Vater hat im Schlepptau an einem Seil angebunden einen kleinen Gleiter, einen kleinen Flieger, wo sich die Tochter draufsetzen kann. Und wenn du eine Wolke erreichst, dann schickst du deine Tochter in die Wolken und die sammelt dann Wasser und das ist gar nicht so einfach. Mhm. Und wie es halt bei so Rollenspielen ist, das Ganze ist nicht rundenbasiert, das alles ist recht Echtzeit. Diesen Flieger kannst du auch aufleveln, also du kannst Motor, Flügel und das Behältnis, also wie viel du von einer Wolke einsammelst, bestehen. Und die Actionsequenzen fliegst du halt mit dieser Tochter, diesem Gleiter durch diese Wolken und es ist ein bisschen wie Rasenmähen, also du musst diese Wolken halt schön abziehen, aber man muss halt aufpassen, es gibt Drohnen von dieser Wolkenstadt, die einfach auch Wasser sammeln und es gibt Türme, die auf dich schießen oder so. Mhm. Aber wie gesagt, du kannst dich selber nicht verteidigen, du musst ausweichen und rechtzeitig auch sagen, also manchmal ist es so, ich habe nur noch 0,4 Liter, das hält für 2 Zentimeter auf diesem Spielfeld. Ich muss sammeln, aber mein Flieger ist schon ziemlich kaputt. Mhm. Was mache ich jetzt? Weil wenn der Flieger wirklich kaputt geht und du bist mitten in der Wüste, dann kannst du darauf hoffen, dass du ein neues Teil findest. Mhm. Und das ist zum ersten Mal, ich war ja immer so ein bisschen skeptisch. Ich habe viel Roguelike zugeschaut bei Leuten, die es gespielt haben. Aber zum ersten Mal ist mir diese Knappheit an Ressourcen und dieses unheimliche Glück, wenn man zufällig auf Ressourcen stößt und man setzt es ein und man kommt dann doch weiter. Und auch dieses Prinzip, dass man halt immer wieder von ganz von vorne anfangen muss. Also es gibt halt kein Speichern. Du musst halt wirklich wieder. Also obwohl es Echtzeit ist, ist es, hat diese Roguelike-Elemente. Und sie orientieren sich auch ganz, ganz stark daran. Jedes Spiel dann gleich oder ist die Wüste immer ein bisschen anders, durch die du da ziehst? Oder? Also es ist so, dass du da... Du kannst ja auswendig lernen. Du kannst es insofern nicht auswendig lernen, weil du kriegst dann immer verschiedene Maps präsentiert, die sind ausgewürfelt und du kannst dir aussuchen, wenn du von einer Stadt aufbrichst, ob du eine Wüste nehmen möchtest, wo mehr zu finden ist, aber dafür weniger Wolken oder eine Wüste, wo mehr Wolken sind und weniger Dinge. Richtig. Und wenn du eine Stadt erreichst, dann gibt es halt Sachen, es ist sehr teuer, du musst dich natürlich heilen. Es gibt natürlich so Sachen wie Krankheit oder wenn du dir den Fuß brichst, das zieht dir natürlich laufend Gesundheit ab. Das kannst du natürlich durch Ausrüstungsgegenstände irgendwie reinbringen. Und selbst deine Wasserkanister sind sehr wichtig. Also wenn du jetzt leere Kanister am Weg findest, ist das herrlich, weil dann kannst du mehr Wasser sammeln, wenn das Wassersammeln nicht so verflucht schwer wäre. Und was das Spiel so ausmacht, es werden sehr viele, also es ist, man muss sich gewahr sein, man muss bei diesem Spiel lesen und man muss Freude am Lesen haben. Und wenn man die Geschichten aber liest, ist das durchzogen von so einem feinen melancholischen Ton, weil diese Dialoge zwischen Vater und Tochter, wie wird das in der Wolkenstadt sein, wie war das, wie meine Mutter noch gelebt hat, solche Dialoge und so, das ist alles von einem guten Ton geprägt, würde ich jetzt mal sagen, und schön erzählt. Und es ist jetzt nicht perfekt natürlich, weil diese Events wiederholen sich und du wirst gezwungen, auch wirklich zu arbeiten und diese Sachen, das ist jetzt nicht allzu abwechslungsreich, aber es ist in allem so ein kleines, feines Paket, wo man sagen kann, so 4 Tage hat man wirklich ein hübsches Spielerlebnis. Ich habe mich immer gefreut, immer schon nach der Arbeit, ich musste jetzt wieder ran. Super, das ist, also das hat mich echt positiv überrascht, dass man sich ausgezahlt. Und die Geschichte, die erzählt wird, wird nicht einfach so mal zwischendurch geworfen und dann irgendein Text, sondern immer bestimmte... Du hast am Anfang so einen Erzählblock von 4 animierten Bildern mit Text, wo du einfach schon mal das Grundsetting eingeführt bekommst. Und währenddessen ist wirklich nur Text und dann der Ausgang. Und der Ausgang ist meistens, du nimmst 2 Schaden und kriegst folgende Gegenstände und die kannst du einsammeln oder auch nicht, wie du willst. Also das ist dann wirklich zwar mit Interaktion, aber nur Text und Symbole. Also wie ist dann der Wiederspielwert? Das musst du die wirklichen Roguelike-Spieler nämlich fragen. Also ich kenne ja Leute, die solche Spiele immer und immer wieder durchspielen und ich habe mir schon gedacht, beim Ende,
habe ich mir dann gedacht, okay, das ist ein Ende, aber gibt es vielleicht alternative Enden? Also es gibt ein Ende. Okay. Es gibt auf jeden Fall ein Ende. Du aber kannst, jetzt nicht eine andere Klasse oder Rassenkombination wählen, nein, oder so. Also dahin gibt es keinen Ding. Und ich würde jetzt mal verdachtsmäßig sagen, also für mich persönlich rein subjektiver Eindruck, der Wiederspielwert ist für mich jetzt während dieser Zeit hoch gewesen, weil motiviert, ich möchte durchkommen. Also der Weiterspielwert. Ja, genau, der Weiterspielwert, aber der wirklich, also noch einmal durchspielen. Glaube ich jetzt mal eher nicht. Aber ich muss auch sagen, ich bin in dieser Form auch weniger motivierbar. Also wahrscheinlich andere, die dann irgendwie noch mehr bessere Sachen oder seltene Gegenstände finden wollen, vielleicht spielen die das öfters durch. Ja. Akku wird leer, ha? Nein, aber ich habe ausgeschaltet und jetzt hat sich mein Handy irgendwie wieder eingeschaltet. Ja, der Hosenschalter, das gibt es manchmal. Ich empfehle dir das hier. Neue Hardware, naja. Ja, so viel zu dem Spiel. Mangels Flugmodus den ganzen Podcast torniert. Ach. Weil sich das heimlich in meiner Hosentasche eingeschaltet hat. Das werden wir erst beim Nachhören des Podcasts haben. Hast du das Flackern gesehen oder ist es meistens ein Indiz dafür, dass es... Aha, nein, hat nicht. Na, müssen wir nochmal anfangen. Und du hast ja auch geschirmt. Ja, hoffen wir. Das heißt, wir müssen nochmal anfangen. Ach, jetzt muss ich noch mal einen Döner essen. Zum Thema Wiederspielwert. Ich habe mehr Conquest of Elysium 4 gespielt. Das, was ich letztes Mal schon angesehen habe. Und ja, zahlt sich aus. Also extrem hoch. Also noch immer begeistert. Wiederspielwert, ja, sehr... sehr viele verschiedene Fraktionen, und was ich jetzt erst richtig mitgekriegt habe, es gibt 6 verschiedene Planes. Also es gibt die Plane, auf der man spielt, das ist die Landkarte, und dann gibt es so diverse andere Ebenen noch, die du sozusagen erst Löcher hineinbauen musst, indem du gewisse Burgen eroberst. Also es gibt zum Beispiel den Plane of Hades, und einer der Nekromanter, der hat halt Zaubersprüche, die er dann freischalten kann, mit denen er dort hinläuft, und dann rennt er sozusagen in der Totenebene herum, wo halt auch diverse Untote, also wo eigentlich alle, die im Spiel sterben, werden dort runterverbannt, und dort kann er halt irgendwelche Höllenfürsten besiegen oder halt irgendwelche Armeen parken, und die anderen kommen schwerer hin. Und das gibt, ja, also es ist noch jede Menge Spielinhalt für dich. Es ist viel drin, und was ich jetzt auch so gemerkt habe, es spielt sich auch jede Fraktion ein bisschen anders, weil sie andere Ressourcen meistens sucht oder andere Strategien verfolgt. Also sehr zugänglich und sehr viel widerspielen wird. Muss sagen, sehr, sehr großer Timesink. Ja, ist gut. So, vielleicht eins, weil es noch, das würde ich gerne noch anbringen, weil es jetzt gerade aktuell ist, ist einfach der Hunger Games letzter Teil. Bitte, ja. Das werde ich nur kurz machen. Du hast den ersten, ich habe ja Hunger Games noch gar nicht gekannt, da hast du schon im Bildhocher Podcast über den ersten Teil gesprochen. Das ist eine Filmreihe, bestehend aus 4 Filmen. 4 sind es jetzt. Es sind erster, zweiter Teil, und der dritte Teil ist in 2 Teile geteilt. Du weißt die, das ist, du hast jetzt vom dritten Modell, Teil, den zweiten Teil. Okay, also das Finale jetzt. Du weißt jetzt, genau, richtig. Das ist eine Filmreihe, sehr kommerziell produziert, mit sehr vielen hochkarätigen Schauspielern wie Woody Harrison, Donald Sutherland, Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Der leider schon verstorbene Simon Hoffmann spielt mit, also das ist ein Aufgebot, also da weiß man, die haben sehr viel Geld reingesteckt. Und ich war ja ein bisschen so, bei dieser Reihe, aber ich weiß auch, ich bin nicht die Zielgruppe dafür, das ist eindeutig für ein jugendliches Publikum geschrieben worden, die Romanreihe erstens, und die Filme zielen auch darauf ab, weil du hast natürlich auch einen großen Part, wo sich die Hauptheldin immer wieder mal so zwischen einem Love Interest, zwischen einem Freund und dem anderen hin und her bewegt, und auch vielleicht mal kurz die Handlung, oder? Es ist eine dystopische Science-Fiction-Reihe. Es spielt in einer Zukunft, wo es im Grunde eine dekadente Hauptstadt gibt, wo die alle Leute sehr reich sind. Dort gibt es einen Präsidenten, der ist quasi der Donald Sutherland, der Snow, glaube ich, heißt er, der das so als Diktator regiert. Und rundherum sind Distrikte, verschiedene Bereiche, die jeweils für eine Aufgabe zuständig ist. Ich glaube, die Hauptheldin, die Jennifer Lawrence, kommt aus dem Kohle-Distrikt, die für den Berg
Bergbau zuständig sind. Aber diese Distrikte sind sehr arm gehalten und es gibt eine Belustigung für die Hauptstadt, nämlich eine sehr bekannte und große Fernsehshow, die Hunger Games. Und bei den Hunger Games, ja. Es hat auch einen politischen Sinn. Ja, um das. Genau. Was ist der politische Sinn? Was, die haben einen Aufstand gemacht eben. Ach genau, das war der politische Hintergrund. Diese Hunger Games sind eigentlich um die Distrikte daran zu erinnern, dass sie keinen Aufstand mehr wagen. Ach müssen. Ja, eben immer, das sozusagen Opfer stellen, die zur Belustigung der Reichen. Das hat sich nicht mehr am Radar, das ist schon ein bisschen... Die rituelle Demütigung. Später war das wohl wurscht. Na gut, das ist die Motivation an jeder Fernsehshow halt. Und, genau, richtig. Diese Hunger Games werden abgehalten und da werden eben immer eine Kandidatin oder Kandidat herausgesucht. Und in einer Runde wird die Schwester von der Jennifer Lawrence eben ausgewählt, aber die Jennifer Lawrence sagt, nein, nimm nicht meine Schwester, nimm mich, und sie kommt in diese Fernsehshow. Und in den ersten zwei Filmen geht es eigentlich darum, dass sie zweimal diese Show besteht, und die Show besteht daraus, dass diese Gruppen aus diesen einzelnen Districts gegeneinander kämpfen müssen. Und das ist ja eine Vermixung aus diversen Science-Fiction-Traditionen, die wir schon können. Einerseits die Fernsehshow, die dystopische, wo Menschen getötet werden, à la Running Man oder Le Show Dangereux, das Millionenspiel, was ich eigentlich noch viel mehr ans Herz lege für Leute, die Hallerforn als Menschenjäger sehen wollen. Und einem anderen Film, es gibt einen Film mit Dieter Thomas Heck und Didi Hallerforn, und Didi Hallerforn spielt einen Menschenjäger. Und das ist keine Komödie. Das ist ein ernster Film, ja. Boah, Wahnsinn, den muss ich sehen. Ja, unbedingt, kann ich nur empfehlen. Und eine Vermixung, wo Menschengruppen gegeneinander arbeiten, da würde ich den Film empfehlen, Battle Royale von Takeshi Kitano. Das war absolutes ein Film, den ich sehr, sehr mag. Und aus diesen Gründen hat mich diese Thematik schon interessiert. Und den ersten Film habe ich mir aber gedacht, naja, sehr viele jugendliche Themen. Und ob wirklich auch diese Medienkritik jetzt so vorrangig ist, das ist mir ein bisschen zu schwach gebrochen. Mhm. Im dritten Teil bricht sie aus diesen Hunger Games aus und schließt sich einer Rebellenbewegung an. Und dann beginnt eigentlich der wahre Krieg gegen den Diktator Donald Sutherland, Snow, und da wird dieser ganze Konflikt aufgezogen. Und beim dritten Teil habe ich mir schon gedacht, der hat aber ganz gute Ansätze, obwohl die meisten Leute im dritten Teil eigentlich dann schwächelnd empfunden haben, fand ich ihn nicht so übel, weil im dritten Teil geht es eigentlich darum, wird auch thematisiert, wie sie von der Rebellenbewegung für Propagandavideos benutzt wird. Und sie singt ja auch dieses Lied, was auch im Radio überall zu hören war, dieses Hanging Tree, Are You, Are You, Coming to the Tree irgendwie, und sie wird aufgenommen, und da geht es darum eigentlich schon, dass die Rebellenbewegung auch nicht immer mit sauberen Mitteln spielt, sondern sehr wohl Strategien hat, die dann im Endeffekt vielleicht eben des Diktators gar nicht so unähnlich sind. Ja. Und diese Thematik wird halt im letzten Teil, den ich gesehen habe, nochmal mehr herausgearbeitet, und es gibt dann auch einen sehr schönen gegen Ende einen Dialog mit Donald Sutherland, wo ich den Donald Sutherland im Rosengarten war, eine einmalige Szene und so. Und bis dahin, was viele den dritten Teil vorgeworfen haben, dass nur Vorbereitung, was im vierten Teil war, im dritten Teil, es ist viel Action, sie sind in einer Gruppe, sie ziehen gegen die Hauptstadt, und du hast immer so Abwechslung Action, langsame Szene, Action, langsame Szene, das hat mich irgendwie amüsiert und kann es eigentlich insofern sagen, dass mich das relativ positiv hinterlässt, bis auf zwei Szenen, die halt komplette Abtörner waren. Die eine Szene, okay, das ist da musste ich wieder mein inneres Mantra sprechen mit ich bin nicht die Zielgruppe, weil da sind sie irgendwie die Rebellen in einem Keller, und so die beiden Boys, die sie irgendwie lieben, unterhalten sich gerade mehr, wen sie lieber hat, und sie hört irgendwie so schlafend, halb schlafend zu. Das war halt natürlich dem jugendlichen Publikum geschuldet. Und außerdem, ich weiß nicht im Deutschen genau die Tagline, aber es ist irgendwie so das Ende, das sie nicht erwarten oder so. Und es gibt dann, eigentlich ist der Film schon zu Ende, und dann gibt es aber noch eine Szene, die sie dran, das wirkt wie drangehängt, weil es irgendwie nicht zum Film zugehörig wirkt. Und der hat für mich diesen Film halt noch einmal runtergezogen, also aber wirklich total runtergezogen, weil er für mich irgendwie so die Aussage dann im Endeffekt nicht verkehrt, aber wieder in so ein typisches amerikanisch-romantisch... Ach, ich will es gar nicht mehr näher ausführen. Schau, darf den Zuschauer nicht mit irgendwelchen offenen Enden konfrontieren. Es ist
etwas, was wehtut. Also ich kann mir viel Sachen anschauen, auch als pop-theoretischen Interesse und dann irgendwie so sagen, okay, so ist es. Ich habe mir auch Twilight angeschaut, weil mich die ganze Vampir-Sache, warum das so eine große Mode geworden ist, interessiert hat. Und bei dem habe ich mir dann gedacht, ich war dann eh schon wohlwollender dagegen über irgendwie. Und dann haben sie es mir aber persönlich irgendwie dann noch so... Du bist nicht Zielgruppe, Kevin. Nein, ich bin nicht Zielgruppe. Bei Twilight warst du wenigstens noch jünger. Das stimmt, naja, auch nicht viel. Ich habe es spät gesehen. Okay. Aber das war auch, ja, naja, das vielleicht ein anderes Mal auszuführen. Auf jeden Fall, ich kann es empfehlen, also für Leute, die auf diese Reihe stehen, hat man jede Menge Action drinnen und wenn man die vorigen Teile gesehen hat, dann kriegt man wieder gute Ware in dieser Richtung. Also kannst du dich erinnern, wie man die Endszene und die Zwischenszene. Wie wir die ersten Tribute von Panem besprochen haben, da haben wir einen Gast da gehabt und der hat uns dann darauf aufmerksam gemacht, dass das Ganze abgekupfert ist von seinem japanischen Film. Das ist der Battle Royale. Ah, okay, ja. Genau. Okay. Battle Royale, großartig, kann man sich entdecken. Oh ja. Den muss man sich anschauen. Und bei Battle Royale kann ich gleich vor dem zweiten Teil warnen, weil das hat bei der Keshi Kitano gemacht. Ist nicht gut. Ist dann so schlecht. Okay. Aber wenn wir schon den Namen erwähnen, der hat noch einen anderen Film gemacht, den ich brillant fand. Okay, alle Filme sollen angeblich von ihm ziemlich brillant sein. Ich habe leider jetzt den Titel vergessen, da geht es darum... Okay, ich erzähle gar nichts, sondern beim nächsten Mal, stimmt. Ich schaue mir nochmal an und nach Recherche. Ja, genau, ich recherchiere erstmal. Ich muss noch einwerfen aus ethischen Gründen. Ich war am Pro-Klimat-Marsch, also Klimakonferenz Paris, gab es auch eine weltweite Demonstration und unter anderem auch in Wien und die war sehr spärlich besucht. Also laut Polizei, glaube ich, 900 Leute oder so, gefühlt so um die 1000. Hätte man für Wien mehr erwartet. Es hat nicht einmal geregnet und es war halt kalt. Also von der Votivkirche sind sie gezogen, dann bis zum Parlament. Okay. Über einige, also sie haben den Christkindlmarkt en passant genommen, nicht mitten rein in den Christkindlmarkt, sonst wäre vielleicht die Demo zwar reingekommen, aber nicht mehr raus. Die Mauer hat sich aufgelöst. Ja. Okay, war nicht in Alkohol. Ja, und Hot Dogs. Ja, nein, es waren dann eh Leute und sie haben auch so für die Fotografen so Buchstaben-Messages gebildet und getrommelt und es gab so Indianer tanzende und also es waren gewisse Show-Elemente drin. Ja. Und es war ein sehr schöner, also die Fotos werde ich auf die Shownotes stellen. Mhm. Es gab auch ein Batman für Klimaschutz, also diverse. Hat fast so viel Medienberichterstattung hervorgerufen, ja, wie die Facebook-Party zur Wiedereröffnung einer Rolltreppe. So, ja. Ja, die jetzt gerade stattfindet, die während wir stattfindet diesen Podcast machen. Ja. Ich vermute, die auch mehr Leute haben wird. Und deswegen ist die U-Bahn-Station Schottentor gerade gesperrt. Also schon gesperrt, weil wirklich überlaufen ist von Leuten. Das haben sie auf den Displays nicht angezeigt, aber dass niemand dort stehen bleibt, haben sie angezeigt. Das sagt auch ein bisschen was über den Zustand aus. Ja, was soll man sagen? Also eine Facebook-Spontanparty zur Eröffnung einer Rolltreppe hat möglicherweise mehr Besucher als ein Klimaschutzthema. 11.000 haben angekündigt, sie werden kommen. Ja, also wie viel dann wirklich kommen ist und andere. Wir sollten vielleicht den Hintergrund noch erzählen. Zu der Rolltreppe. Bitte. Okay, also ich habe das nur im Rande mitbekommen durch meine Freundin. Die hat mir erzählt, dass die Rolltreppe für ein Jahr gesperrt war wegen Reparaturarbeiten. Und sie wurde dann wieder eröffnet. Oder angekündigt, ich glaube noch nicht mal angekündigt, sondern einfach wieder eröffnet und daraufhin hat eine Facebook-Person namens Wiener Linien, allerdings nicht so geschrieben wie die echten Wiener Linien, angekündigt, eine Eröffnungsparty zu veranstalten dort. Und die Wiener Linien haben darauf auch reagiert, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie, aber eher belustigt. Also sie haben es auch nicht ganz ernst genommen. Und so ist das viral gegangen. Aber die Stationssperre, die haben sie ernst genommen jetzt. Also die haben jetzt wirklich... Ist jetzt gesperrt gewesen, wo ich hergefahren bin. Wahnsinn. Ja, schade um die Klimatur. Es waren Leute dort sowas nicht, ne? Aber es ist halt, wie sie sagt. Hat wer was Versöhnlicheres? Wien auch wieder. Weihnachtsmarkt. Oh ja. Ja, genau, wollte man halt sagen. Also ich plädiere dafür, dass wir nächsten Dienstag ins alte AKH gehen. Doch, zum Christkindlmarkt. Ja, kann man machen. Dort kann man übrigens auch Curling spielen, glaube ich. Ja. Ah. Ich
Ja, also zumindest vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich Curling dort gesehen. Kann ich mir irgendwie dunkel dran erinnern, ja. Wärst du dabei? Also wir haben eigentlich auf dich gewartet. Ich habe eigentlich Dienstag noch einen Termin. Das ist auch ein bisschen hin und her gerissen, ja. Werden wir sehen. Genau. Es ist auch ein Feiertag, das heißt, es könnten vielleicht tatsächlich mehr Leute kommen. Wir werden es einfach rechtzeitig ankündigen, oder? Und auf einander Kanäle und dann... Sollte man schon jetzt sagen. kann man pausieren kurz und das besprechen? Ich schneide doch nicht. die Aufnahme pausieren. Du hast ja diesmal sogar nicht mitgeschnitten. mitgeschrieben. Stimmt ja auch gar nicht. Ich schneide ja auch. So. Hallo, liebe Hörer. Wir haben uns gerade geeinigt. Und zwar am nächsten Montag, nicht Dienstag, das ist der 7. Dezember 2015, treffen wir uns zum Biertaucher-Podcast/Christkindlmarkt-Glühwein-Trinken im alten AKH in dem Zwischenraum zwischen Billa und Stiegl-Bierambulanz. Mhm. Also Montag, 19:30 Uhr, altes AKH. Einfach hinkommen und wir trinken Glühwein und dabei Biertaucher-Podcast aufnehmen. Glühweinen Sie mit uns. Glühweinen, genau, ja. Vielleicht gibt es da inzwischen auch Glühbier. Ja. Und du sagst, es gibt Curling dort, ne? Ja, also ich meine, dass ich dort Curling schon mal gesehen habe. Wir werden das überprüfen. Genau, ja. Gut. Kommen Sie dazu, gilt ein Heferl-Geschenk-Angebot noch für nächsten Montag? Also es hat niemand dem Stefan seine Heferl abgeholt, also Sie haben die Chance, ein Heferl zu bekommen vom Stefan. Aus dem dann auch der Glühwein getrunken werden kann. Tada, ja. Damit spart man sich den Heferl-Einsatz, ne? Ob das so geht, weiß ich nicht. Wissen wir noch nicht, okay. Wieder überoptimistisch. Okay, haben wir noch oder machen wir jetzt mal? Du hast diverse Theaterstücke. Ich habe Weihnachtsmarkt als Thema. Ja, du hast den Weihnachtsmarkt als Thema. Nein, meine Theaterstücke, die warten auf mich. Schlecht. Kommen wir an den tollsten Erinnern. Außerdem kratzen wir wieder an der 2-Stunden-Grenze. Okay, dann nur ganz eine kurze Meldung. Derek lebt. Ich kann euch alle schön grüssen lassen von ihm. Er hat Derek. Ah ja, genau. Zurzeit in Russland? Nein, zurzeit in den USA. Er hat irgendwelche Buchdeals ausgehandelt. Ich hoffe, ich komme jetzt endlich zum Chatten mit ihm. Und es gibt Chance, dass wieder mal ein englischer Podcast passiert. Sehr gut. Ja, ich war auf einem anderen Weihnachtsmarkt hier in Wien, in Spittelberg. Yeah. Auch schon ein Klassiker, ja? Ja, für euch Klassiker, für mich auch nicht. Du warst noch nie, oder? Doch, das zweite Mal jetzt. Mir wurde gesagt, das sei der schönste, tollste Weihnachtsmarkt in ganz Wien. Und ich war da und meine Erwartungen wurden erfüllt. Nein, nein. Also ich kenne den in Schönbrunn, der war total überlaufen und in Schönbrunn hatte ich auch schon immer das Gefühl, ja, die Fress- und Saufbuden sind die, die am besten laufen. Das ist in ganz Wien so. Ja. Und zwar unabhängig von der Jahreszeit. Ist das in Schönbrunn immer noch so, dass man einmal so den Kreis abläuft? Dass das so in ich war dieses Jahr nicht dort. Okay, letztes Jahr meine ich das. Hat mich immer ein bisschen gestört. Ich mag es, wenn man sich ein bisschen verlaufen kann. Oder so einmal ist ein bisschen so Gefängnishof. Also ich kenne auch einen anderen Weihnachtsmarkt, den in Meidling. Da kann man sich garantiert nicht verlaufen. Obwohl die unten am Meidlinger Markt. Ah, okay. Da kann man sich garantiert nicht verlaufen, weil der so klein ist. Also letztes Jahr war der klein, dieses Jahr ist er mickrig. Mhm. Dann bringe ich noch 2 unbekanntere. Mhm. Das eine ist hinter dem Schloss Wilhelminenberg oder vor dem Schloss Wilhelminenberg, je nachdem von welcher Seite man drauf schaut. Also stadtseitig vom Schloss Wilhelminenberg gelegen und das bedeutet mit schönem Blick quer über Wien. Ah, schön, ja. Das liegt ja ein bisschen abseitiger, das Schloss Wilhelminenberg im 16. Wiener Gemeindebezirk, aber man muss trotzdem nicht mit dem Auto hinfahren, weil da auch Buslinien hinauffahren, 46B und 146B, wenn ich mich richtig erinnere, von Ottakring jedenfalls, kann man dort direkt hinfahren, hat einen hübschen Blick über die Stadt. Und Glühweinstandl. Ja, ja, und Fressmeile, das ein bisschen andere Stände als sonst, aber auch so einiges an Ständen und Essen gibt es genug. Und dort hat man eine relativ große Holzbühne aufgebaut, dass den Grund dort nicht kaputt gemacht wird. Also das ist auch sehr nett, auch mit ein bisschen Tiere, glaube ich, für Kinder, soweit ich mich erinnere. Ah, wie ein Karlsplatz.
Ja, so ein bisschen, nicht so groß, aber so ein bisschen in die Richtung. Und wirklich ein Geheimtipp, der findet aber nicht, ist nicht die ganze Zeit offen, also da muss man bitte auf der Webseite nachschauen, dann von dem Christkindlmarkt selber, wann er genau offen hat. Das ist ein, kann man wirklich sagen, ein Geheimtipp, ist in den Blumengärten Hirschstetten der Christkindlmarkt, weil der findet nicht nur im Freien statt, sondern auch Indoor. Und diese Blumengärten Hirschstetten, das sind Blumengärten von der Gemeinde Wien, wo die eben ihre Pflanzen heranzüchten, für den Sommer schon, aber eben auch für den Winter. Und die haben einige Glashäuser auch dort. Und ein Teil dieses Christkindlmarkts findet auch in Glashäusern statt, mit Weihnachtsausstellung, Blumenausstellung, Christkindl-Ausstellung da drinnen. Das ist sehr hübsch dekoriert immer und ganz was anderes als die anderen Geschichten. Ja, das war wirklich was anderes. Ja. Da kommt man mit der Straßenbahn hin, mit der neuen Straßenbahnlinie vom Kagraner Platz. Das ist der 26er, 25er, tja. Also Blumengärten hier Städten, das ist in Transdanubien, auch relativ abgelegen, heißt eben, man fährt ein bisschen länger hin, aber es geht eben auch öffentlich. Ich wollte immer schon mal am Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark, warst du da auch mal? Ist da gut? Ist auch sehr, ist sehr nett, ist ein bisschen ein kleinerer Markt, ein bisschen beschaulicher, hat auch so Kinderringelspielgeschichten und so weiter, okay, Feuerflecken also und solche Sachen. Ist nicht so der große Markt jetzt, aber ist auch jetzt schon einige Jahre dort recht hübsch, haben so rote Holzhütten. Oh, nice. Muss man aber auch schauen, da erinnere ich mich auch irgendwie, dass die nicht, also nicht so riesen Öffnungszeiten haben wie der am Rathausplatz zum Beispiel. Also auch vielleicht vorher auf die Webseiten wieder schauen, auf die entsprechenden, wann er offen hat. Auch sehr schön. Weil ihr vorhin Karlsplatz erwähnt habt, war da jemand von euch? Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr noch nicht, aber ansonsten war ich jedes Jahr da und ich fand das auch immer sehr nett. Ich finde, dass er schön eingeteilt ist und auch dieser Bereich vor der Karlskirche, wo ja normalerweise der Brunnen ist, das dann immer halt für die Kinder mit Stroh ausgestreut und das sind manchmal, ich glaube nicht jedes Jahr oder nicht immer, halt auch Tiere dort. Ja, ich meine jedes Jahr. Und ich fand auch das, also ich fand das immer einen sehr, sehr gut gelungenen Markt bis jetzt. Hinterm Belvedere gibt es auch einen Christkindlmarkt, das ist auch ganz nett. Hinterm Belvedere. Hinterm Belvedere. Wenn nicht gerade ein Konzert ist, oder das manchmal dann ein Musikkonzert in höllischer Lautstärke, dann macht es wenig Spaß. So humpft da Musik hin und wieder, das ist dann nicht so lustig, aber sonst ist der recht nett und eben auch ziemlich kindergeeignet, weil auch wieder hübsche so Kindereisenbahn auf Schienen mit Rudi, dem Rentier und Weihnachtsmännern drauf und so, ist ein bisschen kitschig, aber sehr nett. Und das ist ja doch in dem Park hinterm Belvedere, das heißt vor Autoverkehr abgetrennt. Und so, also da können Kinder auch frei herumlaufen. Und das ohne passiert. Leine. Und genau, ohne Leine und es passiert nichts. Und das ist halt auch dieser große Park dahinter. Und auch viele Stände, wieder so das übliche Programm. Also da gibt es ja so eine Christkindlmarkt-Serie, da gibt es glaube ich in Wien 4 oder 5 davon. Und das ist auch wieder so eine mit dieser Serie von Ständen, die man dann kennt. Aber immerhin das Ambiente ist sehr schön, weil halt das Belvedere auch schön im Hintergrund beleuchtet ist. Ja, was ich eigentlich erzählen wollte, war halt Spittelberg. Nur noch schnell gesagt, Meidling lohnt sich nicht, außer man möchte dorthin gehen und sagen möchte, haha, weil der war so richtig, richtig gehässig, weil er so klein ist. Ja, kann man noch am Campus sagen, das kommt auch bald. Ja, der in Spittelberg hingegen ist gigantisch. Man für Nicht-Wiener, Spittelberg ist im 7. Bezirk so ein kleines Alt-Wiener Viertel, wo die Häuser noch zweistöckig oder einstöckig sind und nicht wie in Wien üblich 5-stöckig. Und man wollte in den 70er Jahren Spittelberg abreißen, neu bauen und das hat man Gott sei Dank verhindert. Und es ist heutzutage eines der etwas gehobeneren Bezirke. So ein bisschen Szeneviertel. Ja, das ist eine. Und das merkt man auch durch den Weihnachtsmarkt. Ja. Also das ist wahrscheinlich der einzige Weihnachtsmarkt in ganz Wien, wo sich auch die Nicht-Fressbuten wirklich lohnen. Ziemlich ausgefallene Sachen sieht man dort. Ich zähle jetzt nichts auf. Ich kann nur sagen, dass ich dort ein paar Strümpfe gekauft habe. Strümpfe? Ja, ein paar Strümpfe. Auch was die Fressbuden, das ist in diesem Fall so negativ, Speisebuden, wie nennt man das? Schmankerlstände. Ja, Schmankerlstände. Also die Schmankerstände und die
Saufbuden sind halt auch zum Teil. Erfrischungsstände. Punschstände. Ja, eben also nicht nur Punschstände, sondern alles Heißgetränkstände. Und Kaltgetränkstände. Heiß- und Kaltgetränkstände und Mittelwarmstände sind auch sehr interessant. In der Hinsicht auch noch relativ okay ist am Hof. Da gibt es den hinteren Bereich vom Christkindlmarkt mit Kunsthandwerk. Mhm. Der ist auch ganz nett. Und dann auf der Freiung gibt es einen Christkindlmarkt. Altwiener Christkindlmarkt. Ja, der ist auch nicht so schlecht. Und was besonders hübsch ist hin und wieder, ist dann auf der anderen Straßenseite auf der Freiung auch gleich ein Bauernmarkt, wo es sehr guten Käse und so weiter gibt. Den also kann man dort auch. Und natürlich Wurst. Ja. Ja. Ich habe alles ausgebucht quasi bis Weihnachten. Falls Sie es als Nicht-Wiener das Gefühl haben, beim Wiener Christkindlmarkt geht es primär um Glühwein trinken und essen, dann haben Sie vollkommen recht. Ja, muss ich nur aussuchen. Genau. Zum Spittelberg muss ich noch dazu sagen, kurze Warnung, ja, also er kann auch mitunter sehr überlaufen sein, ist über die Jahre sehr Mode gekommen. Hat er eben immer schon einen guten Ruf als der Alternative, der nicht so irgendwie den Plastikramsch verkauft, sondern schöne Handarbeit und solche Sachen. Und, aber es gibt auch wirklich gute Sachen. Ich kann mich erinnern an einen sehr schönen Abend, den ich dort verbracht habe, mit afrikanischem Punsch, ach, sehr siebten Bezirksstyle mäßig natürlich, mit scharfem Chili angerührt, sehr lecker. Also man kann da schon sich gut verköstigen. Wer sich lieber im Prater aufhalten will, unmittelbar vor dem Riesenrad, am Riesenradvorplatz gibt es auch einen Christkindlmarkt. Ja, ist der? Ja, nicht besonders groß, aber auch recht gutes Essen eigentlich dort. Da haben wir mal ganz gute, was kann man das, Fladen auch gegessen. Die waren auch sehr manierlich. Also dort gibt es auch einen Christkindlmarkt. Unmittelbar vor dem Bahnhof Landstraße gibt es einen Christkindlmarkt. Ah ja, den habe ich mitbekommen. Der hat ja, bis sich irgendwie herausgebildet. Ja, auch bis 10 am Abend offen, was relativ lang ist. Also es gibt eine ganze Menge Christkindlmärkte. Ja, für die, die nicht aus Wien kommen, kann ich sehr den Weihnachtsmarkt in Siegburg empfehlen. Ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt. James, musst du erklären, wo Siegburg liegt? Man kommt am besten hin, man fährt mit dem ICE von Frankfurt Richtung Düsseldorf und hält in Siegburg-Bonn. Also man steigt in Siegburg-Bonn aus und er ist auch fast gegenüber über dem Platz. Also ist Siegburg in der Nähe von Bonn? Oder? Also der Bahnhof heißt deswegen Siegburg-Bonn, weil die ICE-Trasse halt auf der Rheinseite verläuft, auf der anderen Seite ist Bonn. Und da keiner Siegburg kennt, hat man sich gedacht, ja gut, dann nennen wir ihn halt Siegburg-Bonn. Und in Wirklichkeit hat er mit Bonn nichts zu tun. Also Bonn ist noch ganz weit weg. Und Bonn hat einen eigenen, aber da fährt der ICE, das ist nämlich die alte Trasse, da fährt man eine Stunde länger bis nach Köln, hält der, ja. Und Siegburg hat jetzt einen tollen Christkindlmarkt, oder? Zumindest früher hatte er einen wunderschönen mittelalterlichen. Dort ist angeblich noch nicht die Pest ausgebrochen, wie der Postillon mal schrieb. Ja, ist auf jeden Fall sehr schön. Kostet, ich weiß jetzt gar nicht, kostet, glaube ich, keinen Eintritt. Im Gegensatz zu dem in Köln vor dem Schokoladenmuseum, da ist nämlich auch ein Mittelalter Weihnachtsmarkt gewesen. Ich vermute, er ist auch immer noch. Der kostet Eintritt, meines Wissens. Das ist, ja, besonders, oder? Das macht es nicht oft bei Christkindlmärkten. Ja, es ist aber in der Gegend häufiger anzutreffen, weil sich die sonst nicht mehr unbedingt rentieren. Also man soll nicht jetzt glauben, dass es dort dann die anderen Sachen günstiger werden, sondern es ist einfach nur, damit wahrscheinlich die Standgebühren günstiger werden für die handwerklichen Dinge. Und dann noch einen, jetzt habe ich vergessen, wo der liegt, im Bergischen Land. Ah, ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt. Dort kann man nämlich Weihnachtsbäume direkt frisch gefällt. Also da kann man noch zuschauen, wie er gefällt wird. Gut. Ich bin ausgequasselt. Ja, wir sind auch schon jetzt über 2 Stunden. Ach so, da, gut. Die anderen Themen kann ich auch für nächste Woche. Zusammen mit Gregors Theaterreportagen. Ja, macht euch was gefasst. Das wird strenges Programm. Von Tolstoi bis Gorki. Na, vielleicht werde ich alles mit Glühwein. Ja, vielleicht vor dem Glühwein, damit ich das noch halbwegs zusammenbekomme. Nein, Tolstoi. Hatten wir schon das letzte Mal. Meine russische Aussprache ist undeutlich. Tolstoi. Nur Nikolajewitsch Tolstoi. Krieg und Frieden.
Schon mal von gehört. Sehr gut. Tja, dann hoffe ich, Sie kommen mit uns nächsten Montag, den 7. Dezember 2015 ja. Im alten AKH 1090 Wien zwischen Biller und Stiegelbier Ambulanz, 19.30 Uhr. Es gibt, wer kommt, Heferln vom Stefan. Genau. Na dann, tschüss. 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 Ciao. Und ich habe nichts mitgeschrieben.